Genau, das ist dieses Eisberg-Video. Ich habe vorher noch kein anderes Eisberg-Video geschaut. Ich glaube, es gab auch so Eisberg-Video über andere Nintendo-Games. Ich weiß auch nicht ganz genau, wer das ins Leben gerufen hat. Meine Vermutung ist, dass diese Eisberg-Videos darum handeln, dass halt an der Oberfläche gibt es die und die Themen über das Spiel. Und dann gibt es aber noch ganz, ganz, ganz viel, was man eigentlich gar nicht sieht, wenn man am Anfang nur Animal Crossing sieht. Ich denke, darum geht das. Ja, wahrscheinlich greift er dann so ganz viele Insider der Community und sowas auf. Deswegen bin ich mal gespannt und wir schauen uns das an. Am 20. März 2020 erschien mit New Horizons der neueste und mit riesigem Abstand meistverkaufte Titel der Animal Crossing-Reihe. In diesem Video werde ich aber nicht nur ihn, sondern alle Teile unter die Lupe nehmen, um euch jegliche Secrets, Theorien, Easter Eggs und vieles mehr zu präsentieren. Wie üblich für Iceberg-Videos fangen wir ganz oben an und gehen Stück für Stück weiter unter die Oberfläche, wodurch die einzelnen Punkte immer düsterer und unbekannter werden. Aber zunächst ein Überblick. Denn falls ihr, wie ich selbst, vor New Horizons noch nie mit der Reihe zu tun hattet, hier eine schnelle Zusammenfassung. Animal Crossing ist im Prinzip das kitschige Sims von Nintendo. Kitschige Sims? Von Nintendo. Damit bin ich ja irgendwie nicht wirklich d'accord. Aber okay. Forest erschien 2001 für den N64, allerdings nur in Japan unter dem Namen Dobutsu no Mori. Ein Dreivierteljahr später kam dann eine grafisch optimierte Version für den Gamecube raus. Nochmal ein Dreivierteljahr später erschien es in Nordamerika und das 2004 in Europa. Diesmal aber als Animal Crossing. Ich glaube, das ist die Gamecube-Werbung damals gewesen, ne? TV-Werbung damals ist so verrückt gewesen. Kann man sich nicht ausdenken. Okay, ich bin mal gespannt, ob ich was Neues erfahren werde. Der zweite Teil, Animal Crossing Wild World, erschien 2005 bzw. 2006 für uns Europäer für den DS. Let's Go to the City hieß der 2008 erschienene Teil für die Wii und 4 Jahre später wurde mit New Leaf für den 3DS eine lange Pause der Hauptreihe eingeleitet. Ja, ich weiß noch 2008, wie gesagt, wenn ich zu Hause bin, kann ich euch gerne mal ein Foto von meinem Tagebuch schicken, in meine Instagram-Story, wenn ihr wollt. Da gibt es nämlich eine Seite, wo ich schreibe, 2008, in mein Tagebuch geschrieben. Wie alt war ich 2008? 10. War ich 10? Nein, schon älter. Ich muss 11 gewesen sein. Ich war auf jeden Fall schon auf der weiterführenden Schule. Auf jeden Fall habe ich in mein Tagebuch geschrieben, ich freue mich so auf Animal Crossing, let's go to the city, aber meine doofe Freundin Pauline, die versteht einfach nicht, dass ich mich darauf freue und die fragt mich immer, warum ich so viel davon rede, aber ich freue mich einfach auf das Spiel. Das habe ich mit 11 Jahren in mein Tagebuch reingeschrieben und war so richtig sauer, aber meine Freundin meinte so zu mir so, warum redest du die ganze Zeit von dem Spiel, kannst du mal was von anderem reden? Und ich war aber halt so happy über das Game, dass es rauskam. Das war auf jeden Fall wichtig, als ich das in mein Tagebuch dann noch geschrieben habe, dass ich sauer auf Pauline bin. Happy Home Designer, Amiibo Festival und Pocket Camps sind Spin-Offs, die im Direktvergleich neben den Hauptteilen total untergehen und selbst Hardcore-Fans relativ kalt lassen. Das stimmt auch nicht. Hardcore-Fans haben Pocket Camp auch geliebt am Anfang und auch Happy Home Designer. War geil. Da, also man muss sich einfach vorstellen, die Hardcore-Fans hatten 7 Jahre lang nicht und alles, was nur, wo nur Animal Crossing drauf stand, wurde gekauft und gespielt und gesuchtet. Das war das Lebenselixier, was mich die 7 Jahre zwischen Animal Crossing New Leaf und Animal Crossing New Horizons am Leben gehalten hat, for real. Und jedes Mal vor der Nintendo Direct immer so da gesessen in der Hoffnung, dass Animal Crossing kommt und als es dann soweit war, da kamen mir auch schon fast die Tränen. Als das erste Footage zu New Horizons gezeigt wurde, war der Hype an der absoluten Spitze. Noch passender wurde es dann, als das Spiel im März 2020 zu einem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, der wirklich nicht besser hätte sein können. Durch Corona haben alle nur zu Hause gehockt und so ein buntes, kitschiges Simulationsgame war die perfekte Ablenkung. Die Verkaufszahlen... Mich triggert es, dass das kitschig nennen die ganze Zeit. Ja, vielleicht ist es kitschig, aber ich will nicht, dass es so genannt wird. ...sind dermaßen explodiert, dass selbst die Verkaufszahlen aller vorherigen Teile aufaddiert nicht an New Horizons rankommen. Nach Mario Kart 8 Deluxe gehört es, mit gewaltigem Abstand zu Platz 3, zu den bestverkauften Switch-Titeln. Geldbäume. Seit dem ersten Teil der Reihe kann man Geld in der Erde vergraben und somit einen Geldbaum wachsen lassen. Wie viele Sternis man aber von einem gezüchteten Baum erntet, hängt davon ab, wie viel man vorher vergraben hat. Man erntet aber nicht automatisch das Doppelte oder Dreifache von dem, was man sieht, denn... Ich bin gespannt, was er noch zu dem Thema Geldbäume sagt, weil Geldbäume haben ja noch eine tiefgreifendere... Ja, es stecken komplexere Systeme dahinter. Im Internet gibt es ganze Statistiken dazu zu finden, was auf lange Sicht die rentabelste Variante ist, um den Return on Investment bestmöglich zu erhöhen. In New Horizons liegt dieser Wert übrigens bei 10.000 Sternis, da man hierbei 100%ige Sicherheit hat, dass man genau 30.000 Sternis ernten wird. Nap und Schlepp. Nap und Schlepp sind... Aber was ich ja auch interessant finde, in den vorherigen Spielen war es ja so, dass du quasi, also zumindest in New Leaf war es so, dass du einfach einen Sternisack vergraben konntest und da ist immer ein Baum gewachsen. Und in New Horizons ist es ja so, dass du nur bei diesem goldenen Loch einen Geldbaum bekommen kannst. Brüder, aber nicht Tumnuks Kinder. Sie sind gar nicht mit ihm verwandt. Es heißt, Nook habe die beiden als Waisen auf der Straße gefunden und dann aufgezogen. Was ein Ehrenmann. Fakt ist, dass sie heute für Nook arbeiten und ihre Namen ab und zu vertauscht. Und ich kann sie nicht verübeln. Auch die Schneidereischwestern Tina und Sine haben ihre Eltern früh verloren, worüber sie auch offen reden. Tom Nook ist böse. Die Mehrheit der Animal Crossing-Spieler hat sich irgendwann darauf geeinigt, dass Tom Nook, der Tanuki, der euch eure Hütte verkauft, ein böser, kaltherziger Kapitalist ist. Ah, so böse. Seht ihr, wie durchtrieben er ist? Aber wenn wir ehrlich sind, ist das komplette Gegenteil der Fall. Eigentlich ist er sogar unser Bro und der korrekteste Vermieter bzw. Gläubiger, den es da draußen gibt. Wir entscheiden uns immerhin selbst dazu, ein Haus zu kaufen und anstatt uns die Hölle
heiß zu machen, hohe Zinsen zu verlangen und uns stündlich an unsere Schulden zu erinnern, lässt er einfach seine dicken Tanuki-Eier schaukeln. Theoretisch macht er durch eine potenzielle Inflation sogar Minus. Also eigentlich ist er ein miserabler Geschäftsmann. Naja, jedenfalls können wir ihn unmöglich haten. Er gibt uns alle Zeit der Welt und wenn wir unseren Kredit irgendwann abbezahlt haben sollten, können wir direkt einen noch höheren Kredit aufnehmen. Vergleich das mal mit der echten Welt, wo niemand gern auf sein Geld wartet. Tom Nook Hater. Deswegen bin ich auch sein Number One Fan. Leben einfach in einer Fantasiewelt, lernt diesen King endlich zu schätzen. Und um das Ganze noch zu toppen, in Happy Home Designer für den. I've personally donated over 90% of my earned bills to an orphanage 3 towns over. Okay, das ist krass. Also interessant. Witzig, dass wir wirklich ihn eigentlich immer alle so als böse sehen. Aber wenn das wirklich so ist, dann ist er eigentlich King. Für den 3DS verkündete er, 90% seines Vermögens an ein Waisenheim gespendet zu haben. Das passt zusätzlich noch mal mehr zu dem eben genannten Punkt, dass Snap und Schlepp Waisen gewesen sein sollen. Spieletitel. Animal Crossing Let's Go to the City, der Wii-Ableger aus dem Jahr 2008, hat je nach Region einen anderen Titel. In den Staaten heißt es Animal Crossing City Folk, in Japan heißt es übersetzt Let's Go to the Town und in Korea Let's Visit the Town. Außerdem ist das Spiel je nach Region vom 16.11. bis zum 5.12.2008. Ich meine, dass es am 8.12. rauskam in Europa, weil ich mich so sehr auf das gefreut habe. Ich weiß, dass es im Dezember kam, aber ich meine, es kam am 8.12. Lass mal kurz nachschauen. Steht 5. Dezember, okay. Ich habe immer mit der Wii Speak, ich hatte da meinen ersten Freund, okay. Er hieß Alex und wir waren zusammen, aber wir haben immer nur Animal Crossing zusammengespielt und nur We Speak uns unterhalten. Das war alles. Und ich war 11 oder 12. Das wusste ich gar nicht, dass es in Japan und so früher rauskam. 2008 released, was damals aber auch noch üblicher war. Zeitreisen. Zeitreisen sind ein schwieriges Thema. Oh, ja. Besonders in New Horizons hat das Ganze ein Riesenfass aufgemacht, da der Release des Spiels der größte Ansturm des Franchise jemals war. Kurz gesagt, indem man das Datum an seiner Switch vorstellt, kann man auch in-game die Zeit ändern. Das sorgt natürlich für eine Spaltung der Community, da schon wenige Tage nach Release manche Spieler ihr Traumhaus geschaffen haben, während die Ehrenmänner und Frauen, die nicht gecheatet haben, noch Äste vom Boden aufgesammelt haben. Wirklich blöd wurde es dadurch, dass Spieler, die saisonale Items und Lebewesen erst dann erleben wollten, wenn es wirklich soweit ist, schon am Release-Tag gespoilert wurden. Am Ende soll natürlich jeder machen, was er will, aber wenn man anfängt, anderen den Spaß zu verderben, wird es ein Problem. Was, wenn er hier zuletzt übrigens. An der Stelle hat er recht und ich sehe das auch so ähnlich wie er, aber Nintendo hat ja extra da, also ich weiß nicht, ob die extra das deswegen eingeführt haben, aber ich glaube, dass es unter anderem deswegen war, dass er so eingeführt, dass die Feiertage ja erst nachgepatcht worden sind, wenn die Feiertage auch angestanden haben. Also zumindest im ersten Jahr konnte man nicht gespoilert werden, was die Time Traveler angeht, was halt auch ultra cool war. Und ich meine, wenn man eh später anfängt, Animal Crossing zu spielen, dann wird man halt automatisch, wenn man irgendwie Content konsumiert, da halt schon gespoilert. Aber ja, die saisonalen Items waren ja locked, was eigentlich ganz cool war. Aber man wurde trotzdem gespoilert, so im Verlauf, wie das so mit KK und alles ist. So, das war schon nervig im Stream, dass dann Leute immer gesagt haben, ja, bei mir war schon KK auf der Insel und ich habe jetzt Terraforming freigeschaltet. So, es war, ja. Ich finde, man darf spulen, aber dann soll man dann auch nicht in irgendeinen Stream reingehen und dann halt so davon erzählen, was man jetzt schon freigeschaltet hat, wenn man halt dafür gespult hat irgendwie. Das ist halt für mich, das Blöde, finde ich. Übrigens ein unglaublich gutes Video gemacht. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Haben wir auch schon geschaut. Katharina. Katharina ist eine neue Wolfbewohnerin aus New Horizons, welche neben Gunnar zu den beliebtesten Charakteren gehört. Vielleicht kennt ihr das Video der damals 87-jährigen Oma namens Audrey, welche über 3.500 Spielstunden auf ihrem Leaf-Account hat. Dieses Video ist 2019. Sie wurde einfach nach ihm benannt. Dieser Fact ist noch überm Eisberg. Okay. Extrem viral gegangen und scheinbar hat auch Nintendo davon Wind bekommen, denn Katharinas englischer Name ist Audrey. Ja, Audrey und Audrey ist nicht der exakt selbe Name, aber Audreys Ingame-Name war tatsächlich Audrey. Natürlich kann das aber auch Zufall sein, Nintendo hat sich hierzu nie geäußert. Animal Crossing, der Film. Damit meine ich tatsächlich nicht die Reise zu meiner Animal Crossing-Insel, auch wenn das Video wahrscheinlich ähnlich qualitativ ist. Es gibt tatsächlich einen Animal Crossing-Anime-Film mit fast 90 Minuten Laufzeit. Er kam 2006 in die japanischen Kinos und wurde nie in andere Sprachen synchronisiert, obwohl er sogar relativ erfolgreich war und umgerechnet über 16 Millionen Dollar eingespielt hat. Da das Franchise zur damaligen Zeit jedoch im Westen kaum vertreten war, hat man sich wohl gegen eine englische Synchro entschieden. KK Slider. Ich liebe diesen Film. Ich habe den früher auf YouTube so gerne geschaut. Früher gab es den halt auch noch fan-dubbed. Aber inzwischen gibt es den irgendwie. Wir haben den letztens versucht, ja auf YouTube zu finden. Es gibt nur so Parodien von dem Film und nicht mehr so wirklich den Filmfilm. Aber es ist eigentlich ein sehr süßer Film gewesen. In mehreren Parts auf YouTube aufgeteilt gewesen. KKs voller Name ist Cornelius Constantin. KK ist an den Komponisten der Spielreihe Kazumi Totaka angelehnt. Diese Legende ist unter anderem auch für die Musik in Super Mario Land 2, Link's Awakening oder Wii Sports verantwortlich. Außerdem synchronisiert der Professor Igitt aus Luigi's Mansion und Yoshi. Totaka hat außerdem die Angewohnheit, Totakas Song in jedes seiner Werke einfließen zu lassen. Das ist diese kurze Melodie aus 19 Noten. Sie kam auch in jedem Animal Crossing Teil vor und wird von KK in den Credits gespielt. Und noch ein Fun Fact, KK ist der einzige nackte Bewohner. Ja. Macht mit der Info, was ihr wollt. Rübenmarkt. Oh
mein Gott. In Animal Crossing Let's Go to the City wird der Song auf jeden Fall vom Captain auch gesungen. Wenn man mit dem Bus in die Stadt fährt und eine längere Zeit nichts klickt, dann fängt er an, auch das zu summen. Aktien bzw. Glücksspiel in diesem Fall in einem Kinderspiel. Geil. Den Rübenmarkt gibt es seit Dobutsunomori und wurde bis Nuli von Sigrid, dem Wildschwein, geführt. Ihr englischer Name, So Joan, ist eine Anlehnung an den Dow Jones, ein bekannter Aktienindex aus den USA. Seit Pocket Camp ist Sigrid wohl in Rente und ihre Enkelin Jorna schmeißt den Laden. Im Beispiel von New Horizons können Rüben immer sonntags von 5 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags gekauft und an allen anderen Tagen über Nooks Laden verkauft werden. Und wie beim echten Aktienmarkt schwanken An- und Verkaufspreise, was sich sehr lohnen kann, manchmal aber auch echt nach hinten losgeht. Und leider könnt ihr nicht nur enorme Verluste verzeichnen, im Worst Case vergesst ihr sogar eure Rüben innerhalb von einer Woche zu verkaufen und sie verrotten. Oh my God, bro. Oh, hell no. Der Verkaufspreis ändert sich alle 12 Stunden um 0 Uhr nachts bzw. 12 Uhr mittags. Ein reines Glücksspiel ist es aber streng genommen nicht, denn hinter der Preisentwicklung verbirgt sich ein unsichtbares Muster, was man mit Hilfe einiger Statistiken aus dem Internet nachvollziehen kann. Die Ankaufspreise schwanken zwischen 90 und 110 Sternis pro Rübe, aber die Verkaufspreise bilden ein deutlich größeres Spektrum ab. Das Extremste, was ich finden konnte, war ein Spottpreis von 17 Sternis pro Rübe und das Höchste war ein Screenshot. Laut Code können die Verkaufspreise von 9 bis 660 Sternis schwanken. Das sind 10% des tiefsten bzw. 600% des höchsten Ankaufspreises. Ja, Leute, und ich hatte letztens Verkaufspreis von 500 irgendwas und ich hatte noch nie so einen hohen Rübenpreis. Ich habe immer bei Anfang von Animal Crossing New Horizons bei anderen Leuten die Rüben verkauft und das war einfach in meiner Nicht-Nintendo Switch Online-Challenge. Das heißt, ich konnte auch nicht mal mit irgendjemandem diesen Verkaufspreis teilen, geschweige denn neue Rüben kaufen, weil das Gute ist, man kann halt nicht spulen, wenn man den Preis hat, aber du kannst halt jemand anderen fragen, ob er auf Sonntag spult, dann kannst du bei jemand anderen sonntags einkaufen und die dann bei dir verkaufen. Das ist halt nice, aber es geht halt nur, wenn man online oder lokal zumindest nutzt. Und zwei Switches halt an der Stelle dann auch. Oder halt eine Freundin hat, die rüberkommt. Oder ein Freund. Was auch immer. Dort in dem Nap und Schlepp angeblich 800 Sternis pro Rübe bezahlen. Da das aber auch gut gefälscht sein kann, habe ich noch weiter gesucht und zahlreiche Screenshots aus dem 500er bis 600er Bereich gefunden. Aber natürlich gibt es, vor allem seit New Horizons, jede Menge Spieler, die sich nicht ganz an die Spielregeln halten und den Markt manipulieren. So gibt es beispielsweise ganze Foren und riesige Discord-Server, wo Spieler ihre Wucherpreise für alle anderen anbieten. Fremde Besucher können dann auf eure Insel kommen und in eurem Nux-Laden die extrem hohen Ankaufspreise ausnutzen. Darf ich meine Rüben auf deine Insel verkaufen? Oh my God! Okay, it's happening! Das Problem hier. Warum hat er das so negativ formuliert? Ausnutzen. Hallo? Also das, ich finde, genau das macht ja das Coole aus bei Rüben. Halt mit anderen Leuten zu traden und auszutauschen. Natürlich kannst du verstehen, du lässt deine Insel offen, exposed dich potenziell gegenüber Leuten, die vielleicht Sachen pflücken oder klauen oder kaputt machen oder so. Und dann kann man schon mal ein bisschen Geld da lassen oder ein bisschen Belohnung da lassen. Aber ich finde es uncool von den Leuten, die gesagt haben, so, ja, wenn ihr bei mir Rüben verkauft, müsst ihr mir 100 Nookmeilen geben oder so. Eine Nookmeile oder zwei Nookmeilen wären auch noch fein. Ich sag mal, 10 ist schon auch wieder sehr happig dafür, dass man, ja. Ich finde, man sollte halt spielen, wenn man anderen Gefallen tut und nicht immer haben, haben, haben. Das hat mich echt ein bisschen aufgeregt, so am Anfang. Hieran war, beziehungsweise ist nur, dass man dadurch unglaublich schnell Reichtum erlangt und sich alles kaufen kann, was man will. Aber was dann? Ein Spiel wie Animal Crossing lebt davon, zwanglos genossen zu werden und nicht, um möglichst schnell aufzusteigen. Sobald man einmal an der für sich selbst festgelegten Spitze angelangt ist, wird es sofort langweilig, da es nichts mehr zu tun gibt. Daher habe ich nie etwas davon gehalten, mit allen Wegen und Mitteln reich zu werden. Lieber auf eine ehrliche, aber dafür langsamere und nachhaltigere Art, um sich eines Tages das teuerste Item kaufen zu können. Das teuerste Item. So. Ja, ich finde, er hat schon recht. So, man macht sich das Spiel natürlich kaputt durch die ganzen Treasure Islands, aber ich finde so Rübenverkauf irgendwie immer noch legit. Also man macht da halt so 2-3 Millionen, bezahlt halt die Hälfte seines Hauskredits ab und dann ist auch schon wieder fertig. Sowohl in New Horizons als auch in den älteren Teilen ist das teuerste Item die Königskrone für 1,2 Millionen Sternis. Es gibt auch eine normale Krone für 1 Million Sternis, aber ganz ehrlich, extrem unangenehmer Geringverdiener, wer auf die Billo-Variante zu... Was für ein L-Take an der Stelle, Schneili. Das ist ja wohl die bessere Krone. Zurückgreifen muss. 1 Million Sternis, die pisse ich. Der teuerste Fisch. Die teuersten Fische in allen Teilen der Serie. Huge W, nein, huge L. Die Prinzessinnenkrone ist 1000-mal sweeter und viel schöner. Diese Königskrone, wirklich, weißt du, wenn ich schon so einen Animal Crossing Charakter mit dieser Königskrone sehe, dann sehe ich direkt schon, das ist einfach ein kleiner, ja, ist so, ist, ich, wenn ich diese Königskrone ist so billig, also die sieht einfach billig aus und ich schwöre, ich habe mir die in Animal Crossing New Leaf satt gesehen, das waren immer die Cheater, die anhatten oder irgendwelche, keine Ahnung, Rambos, die unkorrekt waren, wirklich. Diese Krone war immer direkt ein Indiz dafür, die Person ist nicht cool. Hier sind die Goldforelle, der Huchen, der Lachs. Sind nicht manche Haie sogar noch mehr wert als 15.000? Der Hai, der Glaskopffisch und der Quastenflosser, welche alle für je 15.000 Sternis verkauft werden können. Manche dieser Fische gab es vor New Horizons noch nicht, aber Fakt ist, dass es nie wertvollere Fische als diese 6 gegeben hat. Wenn es um den größten Fisch geht, gibt es keine genauen Angaben, wer der Rekordhalter ist. Aber einfach nach Gefühl würde ich sagen, dass es entweder der Riemenfisch, der Walhai oder der Arapaima ist. Das teuerste Insekt. Die teuersten Insekten, welche sowieso nur fälschlicherweise zu den Insekten gezählt werden, sind nicht die Skorpione und Vogelspinnen, welche für je 8.000 Sternis verkauft sind werden können. Sind die Palmen. Stattdessen wird Platz 1 von Herkuleskäfer, dem Giraffenhirschkäfer und dem Allotropus Rosenbergi belegt, welche alle je 12.000 Sternis wert sind.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Allotopus Rosoblobo, das ist doch das teuerste Insekt, oder? Wait a minute. Also habe ich so viel falsch im Kopf? Oder war das in Animal Crossing New Leaf nur so? Weil Animal Crossing New Leaf war der auf jeden Fall der teuerste mit 15.000, glaube ich. Wait a minute. Der Herkuleskäfer und der Allotopus Rosenbergi kostet nur 10.000. Krass. Dann ist der Herkuleskäfer doch wirklich der teuerste. Ah ja. Der schlimmste für mich zu fangen, ne, war der Giraffenhirschkäfer. Das war das letzte Insekt, was mir gefehlt hat und der kam einfach bei mir nicht. Aber dieser Herkuleskäfer, den hat man relativ oft gefangen. Und Gunnar. Natürlich müssen wir auch auf Gunnar, den Kater mit den zwei verschiedenen Augenfarben, zu sprechen kommen. Das wird übrigens Iris Heterochromie genannt. Nur so ein kurzer Nerd-Fact. Gunnar ist ein relativ neuer Bewohner, welcher nur im Mobile-Game Animal Crossing Pocket Camp und im Switch-Ableger New Horizons anzutreffen ist. Er gehört dem Persönlichkeitstyp Selbstzufrieden an und sowohl an seinem Aussehen als auch anhand seiner Inneneinrichtung kann man feststellen, dass er die elegante Boss-Schiene fährt. Was ihn so besonders macht, ist aber die unglaubliche Fangemeinde, die sich um ihn gebildet hat. Fangen wir ganz vorne an. Zuerst entstand 2020 der Trend, Gunnar in ein Maid-Kostüm zu stecken und das Ganze zu posten. Dazu gab es auch einige eher mittelmäßige Memes. Auch wild war der Vorfall, als ein Twitter-User diese Privatnachricht erhalten hat. Hallo, ich habe deine Tweets. Ich erinnere mich an diese DM, Alter. Deswegen, Leute, sage ich euch, Animal Crossing Twitter war witzig, sonst hätte man das gar nicht mitbekommen. Letzten zwei Tage verfolgt und bin zum Entschluss gekommen, dass du es nicht verdienst, Gunnar auf deiner Insel zu haben. Irgendwann wurde Gunnar für echt Geld auf die... Du hast es nicht verdienst, Gunnar auf deiner Insel zu haben, also gib mir Gunnar bitte und bla bla bla. ...gehandelt oder ganze 1 Million Sternis für ein Bild von ihm verlangt. Das dürften damit 2020 die ersten NFTs gewesen sein, oder? Es hat so jemand einen Gott... True. Irgendwo true. Verdammten Flo, der von Gunnar gefangen wurde, für $5 angeboten. Oh mein Gott, was? Das habe ich auch nicht mitbekommen. Die hat für 5 Euro echt Geld ein Flo von Gunnar verkauft. Alter, was ist los mit dem Internet, ne? Und falls ihr jemand gekauft haben sollte, möchte ich mich wirklich erschießen. Leute haben Geld und Meilentickets ausgegeben, nur um ihn zu sehen. Und dafür Raymond Interaction Prices. Nein, ja. Oh mein Gott. Observing his... Ich erinnere mich wieder. Es kommen ganz schreckliche Erinnerungen wieder hoch. Sowas gab es ja auch. Ich habe das alles schon wieder verdrängt. Um Gunnars Haus von außen zu sehen, musstest du 5 Nuckmeilen-Tickets zahlen an die Person. Um sein Haus betreten zu dürfen, nochmal 10 Nuckmeilen. Ein Bild mit Gunnar kostete 15 Nuckmeilen pro Bild. Alter, wie dumm ist das denn? Eine Konversation mit Gunnar kostet 20 Nuckmeilen-Tickets. 10 Minuten Konversation mit Gunnar 35 und 30 Minuten was immer du willst mit Raymond und Gunnar. Oh mein Gott, was immer du willst. Oh Gott, das klingt auch so falsch. 100 Nuckmeilen-Tickets. Was ist da? DM for more info und dann auch dieses Herz. Leute, ich kann eigentlich dieses Video doch gar nicht mehr weiterschauen, weil das hat jetzt zu viel hochgekramt in mir, weil ich gar nicht mehr wissen wollte. Viele Spieler irgendwann gemerkt haben, wie dämlich das Ganze ist, hat sich eine Gegenbewegung an Spielern geformt, welche dafür zahlen wollte, Gunnar mit einem Kescher zu schlagen. Wieso es aber genau Gunnar erwischt hat, kann ich euch bis heute nicht sagen. Es hätte theoretisch jeder Bewohner werden können. Vielleicht lag es an den 2 verschiedenen Augenfarben, seiner Art oder daran, dass er ein Katzenbewohner und damit relativ selten ist. Auf die Seltenheit der Bewohner... Ich habe halt bei diesem ganzen Gunnar-Fandom nicht mitgemacht. Ich habe es nie verstanden. Für mich ist der selbstzufriedene Bewohner, den ich liebe, halt Walter. Und ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass nicht so viele Leute auf Walter abfahren, weil dann kann ich mehr für mich haben. Da kommen wir aber später nochmal zu sprechen. Schleuderpreis. Die An- und Verkaufspreise der wiederkehrenden Items haben sich über die verschiedenen Spiele der Reihe nicht verändert. Aber der Preis der Schleuder hat sich von 500 Sternis in New Leaf auf 900 Sternis in New Horizons erhöht. Resetti. Senior. Lol, das war ein Fact. Das wusste ich nicht. Crazy. Also, habe ich mir auch nie darüber Gedanken gemacht, aber scheinbar hat sich der Schleuderpreis erhöht. Senior Resetti ist ein Maulwurf, der in den Teilen von New Horizons im Büro für unerlaubtes Ausschalten, kurz BUA, gearbeitet hat und dessen hysterische Art etwas an die früheren Jahre von Elotrix erinnert. Du dreckiges Stück Scheiße, du elender Saftpresser! Du Scheißkartoffel! Er ist der wahrscheinlich meistgehasste Charakter der Reihe, da er den Spieler teilweise minutenlang ankackt, nachdem er beim letzten Mal vergessen hat, das Spiel zu speichern. Daher auch sein Name, Resetti, wegen Reset, ihr versteht. Zwischendrin wird auch etwas persönlich und haut immer wieder ein paar Beleidigungen raus. Wasch dir mal die Haare! Klar, ganz normal für ein kinderfreundliches Simulationsspiel. Es wurde tatsächlich so vielen Kindern Angst eingejagt, sodass er über die Jahre immer mehr in den Hintergrund gerückt ist und weniger aggressiv wurde. Dein New Ja, das ist halt eigentlich schade. Ich habe ihn ultra gehasst und als ich das erste Mal, ich weiß noch, bin ich ihm begegnet in Animal Crossing Wild World. Ich habe meinen DS ausgemacht, weil ich habe mir eine Brille angezogen und ich habe nicht mehr gecheckt, wie ich die Brille wieder wegmache. Und diese Brille war so hässlich. Ich dachte, ich muss jetzt für immer mit dieser Brille rumlaufen. Und dann habe ich meinen DS einfach ausgemacht, weil ich dachte so, ich kann jetzt nicht für immer in Animal Crossing mit dieser Brille rumlaufen. Und habe DS wieder angemacht und auf einmal kommt mir dieser Guy entgegen und ich denke mir so, was ist hier los? Und er hat mich auch nicht in Ruhe gelassen.
gelassen und ich dachte so, oh mein Gott, ich mach mein DS wirklich nie wieder aus. Ich speichere nur noch. Aber das ist natürlich schon ein paar Mal wieder passiert, dass ich den einfach ausgemacht habe. Ich weiß nicht mehr genau die Gründe. Und irgendwann habe ich auch gecheckt, wie man die Brille wegmachen kann. Aber ja, in Animal Crossing Wild World war auch echt hartnäckig. Du durftest halt auch nicht Button smashen und durchklicken. Und manchmal war es einfach random. Der war einfach nicht zu beruhigen. Du hast alles ausprobiert, was er gesagt hat. Dann manchmal musstest du so einen Hebel verstellen und du wusstest auch nicht ganz genau, wie sehr tut es dir leid. Sehr leid, super leid. Und dann musstest du diesen Hebel verstellen zwischen sehr leid und super leid. Und du wusstest jetzt nicht, was drücke ich jetzt? Mir tut es einfach leid. Lass mich in Ruhe. Richtig schlimm. Wenn Horizons automatisch gespeichert wird, gibt es das BUA nicht mehr und Resetti hat seinen Job verloren. Man sieht ihn zwar nicht mehr, aber er steckt hinter dem Rettungsdienst, der ihn befreit, falls man sich softlocken sollte. Resetti hat außerdem einen älteren Bruder namens Don, der viel entspannter als Senior ist und sich für das cholerische Verhalten seines Bruders sogar entschuldigt. Toiletten. Es gibt nur wenige Einrichtungsgegenstände, mit denen man tatsächlich interagieren kann. Dazu zählen natürlich Stühle, Bänke und andere Sitzgelegenheiten, aber auch Betten, in denen man seinen Charakter in eine Traumwelt schicken kann. Viele Badmöbel wie Badewannen oder Waschbecken können hingegen nicht genutzt werden, was ich ziemlich schade finde. Aber dafür könnt ihr kacken gehen. Das Feature ist am Ende aber wirklich praktisch, um überschüssige Energie loszuwerden und Bäume und Steine nicht versehentlich zu zerstören. Kleiderschränke. Deswegen habe ich auch direkt ein Badezimmer in meiner Animal Crossing Challenge gebaut, aber ich habe die Toilette noch gar nicht richtig benutzt. Dass man Schränke nutzen kann, um sich umzuziehen, ist eher weniger verwunderlich. Wieso aber auch Kühlschränke hierfür genutzt werden können, ist eine ganz andere Frage. Aber gut, Schrank ist am Ende wohl einfach Schrank. Gulliver. Gulliver ist die dieses Meme, wie geil ist das denn? Die seit der ersten Generation ab und zu an eurem Strand angespielt wird. Sein Name ist von Jonathan Swifts Roman Gullivers Reisen aus dem 18. Jahrhundert inspiriert, in dem der Protagonist, Gulliver, wer hätte es gedacht, durch die ganze Welt reist. Leider ist die Möwe aber immer wieder schiffsbrüchig und benötigt eure Hilfe, ihre Crew zu kontaktieren. Die Fernsprecherteile sind am ganzen Strand verteilt und dadurch kam die Theorie auf, dass Gulliver von seiner Crew vielleicht absichtlich über Bord geworfen wurde, um ihn loszuwerden. Ja, wir sprechen hier von einem Mordversuch. Auch interessant ist Gullivers Verbindung zu UFOs. Ja. Nicht nur stürzt er in Wild World in einem UFO ab, das sondern geht es im vorhin so angesprochenen cool. Film ebenfalls vermehrt um UFOs und Außerirdische. Und dann wäre da noch Gulliver, auf den wir später zu sprechen kommen. Das ist so cool gewesen, dass es in Wild World einfach ein UFO gab, das man abschießen konnte. Manchmal denke ich daran und ich denke mir, ich habe es mir eingebildet. Aber es gab es wirklich. Auf jeden Fall können wir festhalten, dass Gulliver mehr verbirgt, als wir aktuell wissen. Schalltag. Es gibt genau ein Geburtsdatum, was seltener ist als alle anderen 365 und das ist der 29. Februar, welcher alle 4 Jahre in einem Schaltjahr auftreten kann. Sollte man, wie Vic beispielsweise, an diesem Tag Geburtstag haben und das in Animal Crossing zelebrieren, wird das Datum in den 3 anderen der 4 Jahre vorgezogen und man feiert schon am 28. Februar. Das wird sogar durch einen besonderen Text von Melinda hervorgehoben. An diesem Tag hat außerdem Serenada Geburtstag. Cleo. Bei Cleo wisst ihr wahrscheinlich nicht, von wem ich rede. Aber sagt euch Anka was? Natürlich wissen wir bei Cleo, von wem du redest. Falls ihr immer noch auf dem Schlauch stehen solltet, bitteschön. Ja gut, ihr wisst schon, lassen wir das einfach. Bewohner belästigen. Tatsächlich merken eure Bewohner. Das war der einzige Fact. Anka-Zone, oh Gott, ey. Na, wenn ihr sie zu lange anstarrt. Ihr könnt eure Bewohner so lange provozieren, bis sie irgendwann die Geduld verlieren und richtig sauer werden. Besonders die Hässlichen, die haben es einfach verdient und sind sowieso weniger wert. Warum kommt bei hässlichen Bewohnern Vroni? Von der Insel bzw. aus dem Dorf ekeln könnte sie allerdings nicht. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid ab sofort ein richtig herzloses Stück Scheiße. Speedruns. Wenn ich ehrlich bin, kenne ich wirklich keine Spielerei, die sich so schlecht für Speedruns eignet wie Animal Crossing. Die Games haben einzig und allein die Absicht, den Käufer eine möglichst zwangsfreie und entspannte Zeit zu schaffen, aber natürlich wird auch das Cozy Game schlechthin nicht von Speedrunnern verschont, die versuchen, alles so schnell wie möglich abzuschließen. Aber was kann man in Animal Crossing überhaupt abschließen? Welche Achievements gibt es und kann man es überhaupt zu 100% durchspielen? Die gängigste Speedrun-Kategorie ist für alle Teile definitiv First Stat, also die Zeit, die man braucht, um seinen ersten Kredit abzubauen. Zahlen. Kleiner Side-Fact, die Speedrunning-Szene ist, entgegen meiner Erwartung, bei New Horizons nicht größer als bei älteren. Eingereichte Runs nach Spielen. Lol, vielleicht soll ich mal einen Animal Crossing Speedrun starten. Animal Crossing New Horizons. Ersten Kredit abbezahlen. Anteilen. Die Hauptaufgabe hierbei besteht darin, Textboxen zu skippen und Nebenaufgaben so billig wie möglich zu lösen. Darüber hinaus gibt es die Kategorie All Deads und die Aufgabe, ein oder mehrere Goldwerkzeuge zu erlangen. Die Krönung ist aber definitiv die Kategorie All Golden Tools in New Horizons, wofür man alle Goldwerkzeuge sammeln muss. Das bedeutet, alle Insekten fangen, alle Fische fangen, Gulliver 30 Mal helfen, 100 Äxte zerbrechen, eine 5-Sterne-Insel erhalten und 300 Geschenke vom Himmel schießen. Dieser Prozess dauert gottlos lang und ist eigentlich dafür vorgesehen, Spieler teils mehrere Jahre zu beschäftigen, da viele Lebewesen nur saisonal auftreten. Ich will wissen, wie lange das gedauert hat. Der Rekord. Und selbst dann extrem selten sind. Und dass selbst Speedrunner sich hier in die Zähne ausbeißen. 1 Tag und 3 Stunden. Zeigt die Tatsache, dass es nur 2 eingetragene Bestzeiten gibt und der Weltrekord bei über 26 Stunden liegt. Ja, 26 Stunden in der echten Welt, nicht in-game. Der Rekordhalter ist zwar VTuber, aber Junge, selbst dein Charakter schläft gleich ein. Bitte such dir... Ich hab ja irgendwie Bock drauf. professionelle Hilfe und überdenke deine Lebensentscheidung. Blanka. Blanka ist eine süße, weiße Katze. Hä, wann ist denn Blanka in Animal Crossing New Horizons gewesen? 1. April? War sie 1. April? Ihr 1. April war in New Leaf. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich enttäuscht war, dass am 1. April gar nichts war. Das war gehackt. Okay.
Ja, in Animal Crossing New Horizons gibt's die nicht. Ja, 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 oder? Ohne Gesicht, Digga, wessen Idee war das? Es wird dem Spieler die Möglichkeit gegeben, ihr Gesicht neu zu zeichnen. Aber nicht per Meme-Maker oder so in der Art, sondern wirklich von Null auf. Boah, was könnte dabei schon schief gehen? Geflohene Insekten. Wenn man mit der Kamera an der richtigen Stelle im Museum nachschaut, kann man sehen, dass eine Motte aus ihrem Terrarium ausgebrochen ist. Außerdem haben Ameisen einen Weg nach draußen gefunden. Os. Os, der Hase, ist der Osterhase. Aber wahrscheinlich ist er gar kein Hase! An seinem Rücken ist ein riesiger Reißverschluss zu erkennen, aber wer sich unter dem Kostüm verbirgt, ist unbekannt. Ich finde jedenfalls, dass er 1:1 im nächsten Five Nights at Freddy's mitspielen könnte. Lol, oh mein Gott, ja wirklich. Wenn er sich unbeobachtet fühlt, legt er außerdem hin und wieder seine Rolle ab und verschnauft genervt. Die Vorstellung, dass unter diesem angeblich so lustigen Hasen ein deprimierter, älterer Mann steckt, der gar keinen Bock mehr auf seinen Job hat, ist amüsanter als das ganze Osterevent an sich. Ja. Late Night Shopping. Während man in New Horizons bei Ladenschluss ausnahmslos aus Nooks Laden geschmissen wird, gab es im ersten Ableger eine Möglichkeit, rund um die Uhr zu kaufen und verkaufen. Dafür müsst ihr einfach dreimal mit einer Schaufel gegen die Tür von Nooks Laden schlagen, damit er aufwacht und euch im Pyjama empfängt. Excuse me, what the actual fuck you doing in my head? Der Nachteil ist, dass er die Preise um 20% erhöht und 30% weniger für den Ankauf eurer Waren zahlt. Die Bewohner sind keine Tiere. Das ist eine These, die seit Jahren schon sehr viel Zuspruch bekommt. Habt ihr euch auch schon gefragt, wie es Bewohner, welche offensichtlich Tiere sind, geben kann, während ihr gleichzeitig Fische und Insekten fangt, welche einen total realistischen Tierlook haben? Und nicht nur das, es gibt sogar Inkonsistenzen innerhalb einer Rasse. Zum Beispiel existieren Froschbewohner, während Frösche aber auch mit einem Kescher gefangen werden können. Ja, das ist auch irgendwie ultra weird. Auf dem schwarzen Brett sitzen rund um die Uhr Vögel, während ein Vogel ebenfalls euer Nachbar sein kann. Oder noch absurder, eure Hamster können einen Käfig in ihrem Haus stehen haben, in welchem ebenfalls ein Hamster lebt. Ist das nicht theoretisch sogar Sklaverei? Diese Tatsachen lassen darauf schließen, dass die Bewohner gar keine echten Tiere sind, sondern eine Art Mischwesen aus Mensch und Tier. Oder woher kommt sonst der Titel Animal Crossing, also Tierkreuzungen? Nummernschilder. Die Kennzeichen der Fahrzeuge in New Horizons sind nicht zufällig gewählt. Sie zeigen nämlich die Release-Daten vergangener Nintendo-Konsolen an, darunter der N64 am 23. Juni 1996, der Nintendo DS am 2. Dezember 2004 und der GameCube am 14. September 2001. Witzig. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Das ist echt cool. Übrigens haben die Fahrzeuge alle das Lenkrad auf der rechten Seite, da in Japan Linksverkehr gilt. Wespen. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Was nerviger ist als Wespen in Animal Crossing, sind Wespen in der echten Welt. Verrottet in der Hölle, ihr Hurens. Aber es gibt einen Trick, mit ihnen umzugehen, wenn wieder mal ein Wespennest vom Baum fällt. Entweder habt ihr beim Schütteln des Baumes schon einen Kescher in der Hand und drückt nur noch im richtigen Moment A, um sie einzufangen, oder ihr verjagt sie mit einem Partyknaller. Marlo und die Mafia. Marlo ist ein neuer Charakter aus dem Happy Home Paradise DLC für New Horizons. Laut seiner Beschreibung mag es sein, dass er Leiter einer zwielichtigen Organisation sei. Marlo, der Aber niemand Mafia weiß es so genau, da man sich nicht traut, ihn darauf anzusprechen. Sein Kleidungs- und Einrichtungsstil ist sehr luxuriös und im Englischen hat er die Floskel Capisce, was ein süditalienischer Ausdruck ist und sowas Capisce? Wie du verstehst bedeutet. Das alles ist schon ziemlich auffällig, aber der offensichtlichste Hinweis liegt wohl in seinem Namen Marlo, da Marlon Brando der Schauspieler von Don Vito Corleone im italienischen Mafia-Film Der Pate war. Bisher ist ihm aber niemand auf die Schliche gekommen und auch ich werde nicht snitchen. Alleine für seinen Fotospruch, der einfach viel zu heftig kommt. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Handeln ist Platin. What the fuck? Ich wusste nicht, dass dein Fotospruch so ist. Kollaboration. Über die Jahre gab es so einige Kollaborationen mit anderen Spieleserien oder anderen Firmen. Darunter mit Charakteren des Sanrio-Universums, also das Hello Kitty-Universum, oder Feline aus Monster Hunter. Besonders random finde ich die Zusammenarbeit mit 7-Eleven, der amerikanischen Supermarktkette. Ja, das gab es aber nur in Animal Crossing New Leaf, ja. Ich fand das geil, aber diese 7-Eleven-Möbel waren so selten in New Leaf. Wenn man die hatte, war man King und Queen oder was auch immer. Hat es nicht verdient, so als Werbefläche missbraucht zu werden. Gulliver. Gulliver ist eine Man hat die nämlich nur bekommen, wenn man mit japanischen Leuten getauscht hat. Und die waren nämlich auch unverkäuflich. Die waren wirklich selten. Piratenversion von Gulliver, der Möwe, die ständig am Strand eurer Insel angespült wird. Anfangs wird sein Name als Gulliver angezeigt, aber sobald er sich als Captain Gulliver vorstellt, ändert sich auch der Anzeigename. Anders als beim normalen Gulliver muss man seinen Fernsprecher nicht reparieren, sondern aus dem Meer fischen. Ein kleines Secret noch zu ihm. Im Deutschen sagt er, er sei wohl von Bord gegangen, da er das Deck einfach zu gut geschrubbt habe. Aber im Englischen gibt er an, mit seiner Crew zu viel von der guten Limo getrunken zu haben und dass ihm deswegen der Schädel brummt. Lol. Die gute Limo. Tote Bewohner. Über die Jahre wurden ein paar Bewohner eingeführt, welche ein sehr mysteriöses Auftreten haben oder sogar für leblos gehalten werden. Da wäre zum einen der Hase Coco mit dem extrem gruseligen Gesicht, was an die Gyrates erinnert. Allerdings könnte sie auch durchaus an eine Kokosnuss angelehnt sein, was auch den Namen erklärt. Ich glaube eher, dass sie ein Gyroid ist. Weniger gruselig macht das ihr Aussehen aber trotzdem nicht. Vor allem, da sie, verständlicherweise, keine Emotionen zeigen kann. Mit Coco zu interagieren wirkt einfach, als ob man sich nicht mit einem Lebewesen unterhält. Dann wäre da noch Barry, dessen englischer Name Stitches seine Geschichte ganz gut andeutet. Denn Stitches, zu deutsch Stiche, wurde scheinbar aus mehreren Teddybären zusammengenäht, was sein buntes Aussehen erklärt. Er macht zwar einen sehr sympathischen und lebensfrohen Eindruck, aber kann man, wenn er aus mehreren Teilen zusammengeflickt wurde, überhaupt von einem Bewohner sprechen? Und was soll die X-Augen bedeuten, die vor allem im Zeichentrick symbolisieren, dass die Person verstorben ist? Und
Aber war nicht so Teddybär noch mit X-Augen? Zuletzt hätten wir noch Exos auf der Liste. Die alte Kragenechse, welche nur in Let's Go to the City vorkam. An seinem Auftreten ist nichts außergewöhnlich. Aber bei ihm wird häufig vermutet, dass er mittlerweile verstorben ist, da er seit New Leaf allerhöchstens erwähnt, aber nie gezeigt wurde. Seine Rolle im Wii-Ableger war es, im Theater gelegentlich Dr. Samsels Platz einzunehmen und dem Zuschauer neue Emotionen beizubringen. Besonders sein hohes Alter lässt darauf schließen, dass er verstorben sein könnte. Und das liegt, wie wir auch alle dachten, dass Turtle tot ist, nicht daran, dass das Theater geschlossen hat. In New Horizons kann man beispielsweise Dr. Samselt oder auch Turtle, die mittlerweile uralte Schildkröte, welche früher der Bürgermeister war, in anderen Situationen antreffen. Anders aber als Exos, der seit Jahren... Ich hab ein bisschen Angst. Die Bewohner werden ja auch alle älter. Vielleicht ist Turtle nächstes Animal Crossing wirklich dann tot auch. Und Samselt soll auch wieder... Ich will seine Emotionen-Show hören. ...Jahren totgeschwiegen wird. Captain. Captain ist, entgegen der gängigen Vermutung, kein Frosch und auch keine Schildkröte, sondern ein Kappa. Nicht der, sondern das japanische Fabelwesen. Aber so nett sind diese Viecher gar nicht, denn Kappas lieben es, Rinder und Pferde ins Wasser zu zerren und das Blut aus ihren Körpern zu saugen. Menschen, die Flüsse überqueren, müssen sehr vorsichtig sein. Captain Bro, alles okay, ja? Wirklich gefährlich sollen sie für Menschen aber nicht sein. Sie wollen nur ringen und Menschen nicht ernsthaft verletzen, trotzdem sollte man aufpassen. Captain wirkt hingegen aber echt sehr sympathisch, von ihm scheint keine wirkliche Gefahr auszugehen. Das merkt man auch daran, dass er über den Verlauf der Reihe weiser geworden ist und sich niedergelassen hat. Während er in der ersten Generation noch von Herzschmerz und der erfolglosen Liebe klagt, hat er in New Leaf bereits Frauen und Kinder, welche natürlich ebenfalls Kappa sind. KK ist... Es gibt ja aber auch das Gerücht, dass Kappas kleine Kinder entführen. Und das ist halt das Perfide daran, weil ja auch viele Kinder Animal Crossing spielen. Und er dich als Captain, also in Animal Crossing Wild World, bist du im Taxi alleine mit ihm, dann alleine im Bus und dann fährst du ja mit ihm auch Boot irgendwo hin. In GameCube und auch in New Leaf. Und das ist auch so ein bisschen die dunkle Theorie hinter Captain. Geheime Songs. Sobald man die 3 Sterne erreicht hat, spielt KK immer samstags ein Konzert auf der Insel. Ihr könnt euch dann einen spezifischen Song wünschen, aber nur die wenigsten Spieler wissen, dass es 3 geheime Songs und 3 unbenannte Songs gibt. Die geheimen Tracks heißen Am Steuer, Die Stadt der Tiere und Abschied. Achtet dabei genau auf die Rechtschreibung, da es sonst nicht funktioniert. KK spricht euch dann sogar darauf an, dass ihr seine geheimen Songs kennt und spielt sie für euch. Ja, jeden Samstag könnt ihr somit cute einen neuen Soundtrack freischalten und diesen ab dem Zeitpunkt auch im Radio spielen. Die 3 namenlosen Titel könnt ihr hören, indem ihr euch bei der Eingabe einen Song wünscht, der Subscribe so nicht existiert. Schreibt dafür einfach irgendwas in die Textbox und er wird einen neuen Song spielen. Und noch ein kleines Easter Egg. Einer dieser 3 ist der Titeltrack aus Animal Crossing Wild World. N64-Port. Animal Forest, der Teil für den N64, welcher nur in Japan erschien, wurde, wie zu Beginn erwähnt, erst Jahre später für den GameCube geportet und weltweit veröffentlicht. Das sorgte dafür, dass das Spiel mit gerade mal 14 MB unglaublich klein ist. Es ist sogar so klein, dass es komplett auf dem 24 MB großen Arbeitsspeicher des GameCubes laufen kann. Ihr könnt also das Game zum Laufen bringen und mitten während dem Spiel die Disk entfernen, ohne dass es abstürzt. Taubenmilch. Gut, das ist vielleicht wieder ein etwas weirder... Das wusste ich auch nicht. Also dass man das rausnehmen kann. Punkt, aber... Also da habe ich ihn ja letztens geradet und da hat er so die Analyse von seinem Video gemacht und er meinte, das ist der einzige Fact, wo er korrigiert worden ist. Hören wir mal rein. Kofi fragt dich beim Zubereiten eines Kaffees, ob ihr ihn mit Taubenmilch wollt. Kofi ist eine Taube. Und das Ganze wirft Fragen auf, denn erstens ist Kofi männlich und kann demnach gar keine Milch geben und zweitens sind Tauben keine Säugetiere. Was ist Taubenmilch und was macht Kofi mit meiner Tasse unter dem Tresen? Flips Doppelleben. Ja, okay, das hatten wir auch schon oft im Stream. Taubenmilch ist ein Sekret, das gibt's wirklich, was Tauben absondern. Aber das ist quasi deren Spucke. Das nennt man Taubenmilch. Das heißt, Kofi spuckt uns, wenn er fragt, ob wir ein bisschen Taubenmilch haben wollen, fragt er uns, ob er uns in den Drink spucken darf. Und wir schreiben alle immer, ja klar, ein bisschen Taubenmilch zu meinem Kaffee. Lecker, lecker, lecker. Aber das ist tatsächlich schon ein weit verbreiteter Fact unter den Animal Crossing-Leuten, dass Kofi uns da in den Drink spuckt. Flip ist der Schimpanse, der den Bahnhof in vielen Animal Crossing-Spielen verwaltet. In Wild World und Let's Go to the City kam er nicht vor, dafür aber der neue Bewohner Cheetah, der ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Also kommt die typische These auf, wenn wir Flip und Cheetah noch nie zusammen in einem Raum gesehen haben, ist nicht ausgeschlossen, dass es derselbe Affe ist. Das wird nochmal dadurch wahrscheinlicher, dass Cheetahs Catchphrase im Englischen Choo-Choo ist. Choo-Choo? Ernsthaft? Aber nein, die Theorie wurde widerlegt. Seit der Animal Crossing Plaza App für die Wii U wissen wir nämlich, dass Flip und Cheetah 2 verschiedene Geburtstage haben. Cheetah hat am 4. Juni und Flip am 17. April Geburtstag. Aber die sehen halt wirklich so ähnlich. Außerdem gab es ganz früher für den GameCube sogenannte E-Cards, welche irgendwann durch Amiibo-Karten ersetzt wurden und mehr oder weniger denselben Zweck erfüllen. Und Flips Karte ist zu entnehmen, dass er einen Bruder hat, welcher Zugingenieur ist und mit diesem hin und wieder die Arbeitsplätze tauscht. Dieser besagte Bruder ist sogar für einen kurzen Augenblick zu sehen, allerdings kann er nie angesprochen oder näher betrachtet werden. Die Vermutung liegt also nahe, dass Flip und Cheetah Brüder sind und Cheetah in seiner Arbeitsuniform schon im ersten Teil zu sehen war, obwohl zu diesem Zeitpunkt keiner wusste, dass er Jahre später mal ein vollwertiger Bewohner sein wird. Das mit dem Flips Doppelleben, das wusste ich tatsächlich auch nicht, aber mit den Affenbewohnern gibt es
ist auch ein Easter Egg. Und zwar in Animal Crossing Wild World waren die Bewohner ultra selten. Ich weiß nicht, ob das ein Mythos war. Das muss ich jetzt nochmal ganz kurz googeln. Ja, genau. Die geheimen Affen waren ursprünglich nur in Japan-Version von Animal Crossing Wild World als Nachbarn verfügbar. Außerhalb von Japan konntest du sie mit Contact Mode bei Toys R Us und EB Games freischalten. Das ist nämlich, es gab nämlich die geheimen Affen. Ich finde das so faszinierend. Man konnte die nur in Japan bekommen, außer du hast sie halt irgendwie rübergetauscht oder scheinbar bei Toys R Us oder EB Games freigeschalten können. Deswegen waren die Affen auch ultra selten. Bewohner. Wenn es regnet, tragen alle Bewohner beim Verlassen eines Gebäudes entweder regenfeste Kleidung oder einen Regenschirm. Alle außer Frösche, die das Wetter wohl eher genießen. Smash Bros. Wenn ihr in Smash Bros. An einem Samstag zwischen 20 Uhr und Mitternacht auf der Map Smash Start spielt, gibt KK ein Konzert, genau wie in den Animal Crossing Spielen selbst. Smeralda. Smeralda ist schon seit Beginn der Reihe mit an Bord und erfüllt die Rolle als Wahrsagerin. Anders als in der echten Welt sind ihre Prognosen allerdings kein totaler Schwachsinn, sondern treffen tatsächlich immer zu. Sie bestimmt euer Glück bzw. Pech zu einem zufälligen Themenbereich wie Gesundheit, Geld oder Beziehung zu anderen Bewohnern. Ja. Habt ihr beispielsweise Glück im Punkt Geld, erhöht sich die Chance, Golderz zu finden. Habt ihr hingegen Pech im Punkt Gesundheit, fliegt ihr am nächsten Tag permanent auf die Fresse. Dieser extrem nervige Effekt kann übrigens auch durch die Pharao-Maske hervorgerufen werden, da sie angeblich einen Fluch in sich trägt. Kein Plan, aber könnte auch damit zusammenhängen, dass das Teil aus purem Gold und damit wohl relativ massiv ist. Und noch ein Funfact zu dieser Maske. Wenn ihr beim Hinfallen ein bestimmtes Item in der Hand haltet, verliert ihr es beim Sturz. Ja. Ich liebe es, solche Kleinigkeiten zu würdigen. Evolution. Gespendete Fossilien. Man lässt auch seinen Ballon los, wenn man hinfällt. Das ist so sad. Fossilien werden im Museum ausgestellt und in diesem Raum kann man manche Skelette dann begutachten. Vielleicht sind euch die Markierungen an Böden und Wänden auch schon aufgefallen, aber ihr konntet damit bisher nichts anfangen. Verfolgt man die Spuren, führen sie zu den Silhouetten der Bewohner, welche von dem ausgestellten Tier oder einem seiner Art abstammen. Sehr das cooles ist so Detail, cool. Vor allem, dass am Ende der Reihe ein Vorfahre der Menschen ausgestellt wird. Dieser Schädel verbirgt aber noch ein weiteres Geheimnis, und zwar leuchtet er bei Nacht gelegentlich aus den Augenhöhlen. Verfluchte Lol. Gemälde. Wisst ihr, wer mein persönlich meistgehasster Charakter der Serie ist? Rainer. Rainer ist der größte Betrüger der ganzen Serie, der alles tut, um euch Geld aus der Tasche zu ziehen. Er geht sogar so weit, euch gefälschte Kunstwerke aus der echten Welt zu verticken. Zwar kann man... Ja, also eigentlich darf man echt nicht Tom Nook haten, sondern muss eigentlich Rainer haten, ne? Das ist eigentlich der wahre Teufel des Spiels. Natürlich das Original parallel googeln und Unterschiede suchen, aber trotzdem ist es vermutlich jedem mindestens einmal passiert, dass er ein gefälschtes Werk gekauft hat und es somit dem Museum nicht spenden konnte. Unter den gefälschten Gemälden gibt es aber kleine Besonderheiten, denn manche Gemälde sind verflucht und wohl besessen. Diese Frau schließt ihre Augen, sie dreht den Kopf plötzlich, dem Bree wird ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert und die Augen dieser Statue fangen langsam an zu leuchten. Gyroids. Kommen wir mal auf Gyroids. Diese geile Szene mit dem UFO hinten ist aber auch witzig. Zu sprechen. Das sind diese lustig tanzenden Tonfiguren in allen Farben und Formen, die man aus dem Boden ausgraben und sammeln kann. Viele Spieler sind sich wahrscheinlich gar nicht dessen bewusst, was sie genau sind, wieso man sie ausgraben muss, geschweige denn, dass sie auf Gegenständen der echten Welt basieren. Denn Gyroids sind, nicht nur optisch, sehr offensichtlich an Haniwa-Figuren angelehnt. Diese, zu deutsch Tonringe, sind bis zu 1,50 Meter groß und stammen aus dem 3. bis 6. Jahrhundert nach Christus. Und zwar wurden sie von Archäologen, wie Gyroids, ausgegraben. Weil es Grabfiguren sind. Diese seltsam geformten Teile wurden mit Verstorbenen begraben. Es könnte also bedeuten, dass die Gyroids sich nur deshalb bewegen und Geräusche machen, da in ihnen der Geist eines verstorbenen Animal Crossing Charakters lebt. Auch interessant ist der Fakt, dass Gyroids 828 Sternis im Verkauf wert sind. Die Zahl 828 wird oft mit Haniwa in Verbindung gebracht, da die 2 auf Japanisch Ni und die 8 Ha oder Wa ausgesprochen werden kann. Ha, Ni, Wa wird also auch mit 828 abgekürzt. Wir sind jetzt etwa. Das wusste ich aber auch noch nicht so ganz. Bei der Hälfte des Eisbergs angelangt. Logischerweise ist das, was Ach, jetzt noch. Scheiße. Die düstere Hälfte. Also macht euch auf noch unbekanntere, absurdere und interessantere Fakten gefasst. Okay, jetzt bin ich gespannt. Die düstere Hälfte. Und falls euch das Video bisher gefällt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, um mich kostenlos zu unterstützen. Ist nur ein Klick entfernt und da wir kurz vor den 100.000 Abos stehen, würdet ihr mir wirklich einen Riesengefallen damit tun. Ich küsse eure Herzen für den Support und weiter geht's mit ein paar schnellen Zwischenfakten, die keinen eigenen Punkt auf dem Eisberg verdient haben. Zwischenfakten. Fängt man einen Tintenfisch im Meer, ist in der Textbox eine Referenz an Splatoon versteckt. Heinz heißt im Englischen Rudy, da er eine rote Nase hat, könnte er an Rudolf das Rentier angelehnt sein. Das Cover von KK Technopop ist vermutlich an The End von The Black Eyed Peas angelehnt. Das war das Album mit I Got a Feeling. Gott, da kommen schöne Erinnerungen hoch. Benjamin heißt im Englischen Bam, was wohl an Bambi angelehnt ist. You've never seen Bambi before? Spoiler. Adel Heid heißt im Englischen Amelia. Ihr Name ist an Amelia. Oh mein Gott. Ihr Earhart angelehnt, die 1932 als erste Frau den Atlantik alleine überflogen ist. Die Ocarinas im Spiel sind offensichtlich an die aus Ocarina of Time angelehnt. Schlägt man einen Felsen oft genug, ertönt der Super Mario One-Up Sound. Helge trägt den älteren. Lol. Ich habe nie gecheckt, dass es der One-Up-Sound ist. Aber jetzt, wo ich es gerade höre, ja. Älteren Teilen ein Shirt mit dem Peak-Symbol. Das erklärt auch seinen englischen Namen Ace, was zu deutsch Ass bedeutet. Kiki ist vermutlich eine Hommage an Kikis kleiner Lieferservice, in dem Kiki, die Protagonistin, eine schwarze Katze hat. Stimmt. Let's Go to the City endet nach dem Jahr 2035 und wenn man die Zeit vorspult und Silvester feiert, ist wieder 2000, obwohl das Spiel erst 2008 released wurde. Oh, from the year 2000, wow! Der Flughafen in New Horizons wird von Dodos geleitet, welche aber nicht fliegen können. Ihre englischen Namen
Namen Orville und Wilbur sind dafür aber eine Würdigung an die beiden Flugzeugerfinder, die Wright-Brüder mit denselben Vornamen. Das war ein schneller Zwischenfakt mit Schneile. Babsi witzig. Sagt das N-Wort. Okay, das kann ja wieder was werden. 2008, kurz vor dem Release von Let's Go to the City für die Wii, gab Nintendo das Feature bekannt, existierende Bewohner von Wild World für den DS auf das neue Spiel zu übertragen. Um diese neue Funktion zu testen, sendete Nintendo also nichts an, 14 Kopien von Wild World, welche alle dieselben Spieldaten enthielten, ein Review-Magazin und die Presse aus. Dann dauerte es nicht lang, bis einem der Tester etwas auffiel. Wie ihr wisst, haben die meisten Bewohner eine Catchphrase, also ein oder mehrere Worte, die sie in fast alle Sätze mit einbauen. Babsis Floskel ist normalerweise bäh, aber Wild World hatte die Funktion, Floskel nach Belieben abzuändern. Und offensichtlich entschied sich ein Trollmitarbeiter bei Nintendo dazu, die Catchphrase zum N-Wort umzuändern. Die Schreibweise mit Ny und Apostroph kommt davon, dass Nintendo natürlich einen Sprachfilter einprogrammiert hat, der sowas eigentlich verhindern sollte. Wenn Privatspieler das für ihr eigenes Game einstellen, ist das natürlich scheißegal, aber wenn 14 seriöse Magazine das von Nintendo selbst zugeschickt bekommen, ist es etwas ganz anderes. Und logischerweise blieb dieser Fauxpas nicht unter den Reviewern, sondern es wurden zahlreiche Artikel verfasst und Nintendo hatte richtig Dreck am Stecken. In einem Statement entschuldigten sie sich daraufhin und gaben an, sich darüber nicht im Klaren gewesen zu sein. Die Clowns in der Nacht. What the fuck? Also welcher Mitarbeiter stellt das dann auch da ein? Wenn man einen neuen Bewohner auf seine Insel holen will und dafür ein anderer Bewohner wegziehen muss, versucht der neue Bewohner, ihn davon zu überzeugen, wegzuziehen. Dabei wird manchmal ganz nebenläufig erwähnt, dass er oder sie sowieso schon darüber nachgedacht hat, wegzuziehen. Und zwar wegen den Clowns in der Nacht. Und was? Das habe ich ja noch nie gehört. Irgendwas sagt mir, dass hiermit nicht Pietro gemeint ist. Brutus die Bulldogge. Reisen. Wegen den Clowns in der Nacht. Oh Gott, wie creepy. Aber kennt ihr noch diesen Trend 2017 oder so, wo dann alle Leute immer so sich als Clown verkleidet haben und Leute angegriffen haben? Diese Killer-Clowns, ja, das habe ich auch komplett verdrängt. Was war das eigentlich für eine Zeit? In die frühen 2000er Jahre, als die meisten von euch wahrscheinlich noch flüssig waren. Damals ging während dem ersten Animal Crossing für den GameCube das Gerücht von Brutus, der lilafarbenen Bulldogge, rum. Brutus soll nachts in eure Stadt kommen und, wenn wir es vorsichtig ausdrücken, keine guten Absichten haben. Die meisten behaupteten, er würde Chaos stiften, indem er Bäume fällt, nur in Binärcode mit euch spricht, Bewohner entführt oder sogar ganze Spielstände löscht. Aus Angst haben deshalb viele, vor allem jüngere Spieler, sich nicht getraut, das Spiel in der Nacht zu öffnen oder haben zumindest nicht ihr eigenes Haus verlassen. Natürlich waren alle Geschichten rund um Brutus erfunden, weder hat es ihn noch irgendeinen anderen Bewohner gegeben, der tatsächlich böse war, geschweige denn eure Stadt zerstört. Ich kann mich aber trotzdem gut in die damaligen Spieler hineinversetzen und erinnere mich selbst daran, wie ich als Kind jedes noch so blöde Videospielgerücht, was mir in der Grundschule erzählt wurde, geglaubt habe. Es waren einfach andere Zeiten, vor Smartphones, YouTube, wie wir es heute kennen, oder überhaupt einem Internetzugang, wodurch man jedes Gerücht sofort überprüfen konnte. Das Gerücht habe ich ja noch nie gehört. Melindas Geheimnisse. Melinda hat scheinbar zwei Geheimnisse, die mit der Zeit ans Tageslicht gekommen sind. Zum einen wäre da, dass ihr Kopf mit dem Zopf sehr an einen Sternisack erinnert. Umso lustiger, dass ihr englischer Name Isabel ist. Versteht ihr? Oh mein Gott. Isabel? Ja, und das andere ist Isabel. Oh, eher eine Theorie, die teilweise widerlegt wurde, aber da es immer wieder aufkommt, muss ich sie trotzdem ansprechen. Man munkelt nämlich, dass Melinda Alkoholikerin sei. Ja, was auch immer. Dafür gibt es aber natürlich Indizien. Zum einen wäre da dieses verdächtige Getränk an ihrem Schreibtisch, was doch sehr nach Whiskey on the Rocks aussieht. Allerdings scheint Gerstentee in Japan ein gängiges Getränk zu sein und da es diese Abbildung doch sehr ähnlich sieht, halte ich das für wahrscheinlicher. Aber dann wäre da noch das Video, in dem sie den Unterschied zwischen Whiskey mit Apparently in Japan, Isabella explains the difference between whiskey and whiskey in a series of educational videos and she talks about how much she likes whiskey. Was? Niemals, ich bin Linda. Also ich glaube das erst, wenn ich das gesehen habe. Mit und Whisky ohne E erklärt und ganz nebenbei erwähnt, dass sie das Getränk mag. Und einmal haben wir sogar ganz deutlich zu sehen bekommen, dass Melinda nach einem Glas Urlaubscocktail etwas neben der Spur ist. Ihr eine Alkoholsucht nachzuhängen, finde ich aber doch etwas hart. Schreie aus dem Keller. Einige Bewohner, darunter auch Paulina, droppen manchmal mitten im Gespräch einfach, dass man aus einem Keller niemanden schreien hört. Singen. Sie meinte singen. Walschatten. Im GameCube-Ableger gab es in sehr, sehr seltenen Fällen bei der Bootstour mit Captain einen riesigen Walschatten unterhalb des Boots zu erkennen. Das ist tatsächlich echt, aber so selten, dass sie wenigstens es jemals zu Gesicht bekommen haben. Lol. Die Wahrscheinlichkeit wird hierbei etwa auf 1-4% geschätzt. Natürlich kann man den Schatten hier nicht fangen. Es soll vermutlich nur ein unwohles Gefühl beim Spieler hervorrufen. Gerade da weder Captain noch der Spieler selbst diesen Schatten bemerken. Einem Hacker gelang es aber, den Schatten in einen Fluss zu modden und zu fangen. Das sollte natürlich nie möglich sein, weshalb sich hinter dem Schatten nur ein Arapaima und eine verbuggte Textbox verbirgt, die eigentlich in der Schneiderei getriggert werden sollte. Shakespeare. Erreicht man eine 5-Sterne-Insel in New Horizons, kann man sich bei Melinda die Rezension der Besucher anhören. Besonders sticht hierbei die von Carlson heraus, denn im Englischen ist das eine ganz klare Anspielung an ein Shakespeare-Zitat. Natürlich abgewandelt durch die für Carlson typische Wortwahl, es muss einfach ständig um Insekten gehen. Die seltensten Bewohner. In New Horizons gibt es 397 Bewohner, die auf eure Insel ziehen können. Vermutlich nimmt man jetzt an, die Chance, einen spezifischen Bewohner zu erhalten, sei immer gleich hoch, also 1 geteilt durch 397, was grob 0,25% ergeben würde. Aber nein, es steckt eine kompliziertere Formel dahinter. Wichtig zu beachten ist von vornherein, dass Bewohner verschiedene Spezies, also beispielsweise Katzen, Bären oder Wölfe,
sowie verschiedene Charaktereigenschaften besitzen. Jede Insel startet zum Beispiel mit einer esoterischen Dame vom Typ ältere Schwester, die irgendwas von ihrer inneren Gänseblume quasselt und einem Sportatzen, der nur sein Training im Kopf hat. Wollt ihr also eine bestimmte ältere Schwester auf eurer Insel, lohnt es sich, nach dem Starten so oft zu resetten, bis ihr eure gewünschte Bewohnerin antrefft, da die Chance hierfür 6,55% beträgt. Konzentrieren wir uns hingegen auf das gezielte Handeln von Bewohnern im späteren Verlauf des Spiels durch Meilentickets, spielt nur noch die Spezies eine Rolle. Es gibt 35 Spezies im Spiel und jede von ihnen hat dieselbe Wahrscheinlichkeit aufzutauchen, also 2,86%. Innerhalb der ausgewählten Spezies wird dann nochmal ausgelost und je mehr Bewohner es in einer Spezies gibt, desto unwahrscheinlicher ist es, genau ihn oder sie anzutreffen. Da es nur 3 Oktopusbewohner gibt, ist die Chance, einen bestimmten von ihnen anzutreffen, die höchste im Spiel. Dividiert 2,86% einfach durch 3 und ihr kommt auf 0,95. Was zwar unglaublich niedrig ist, aber im Vergleich zu manch anderen Bewohnern immer noch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist. Da es ganze 23 Katzenbewohner gibt, ist die Chance auf eine bestimmte Katze, beispielsweise Gunnar, am geringsten. Wir rechnen nochmal. 2,86%, also die Chance, einen Katzenbewohner anzutreffen, geteilt durch 23 ist gleich 0,12% oder 1 zu 805. Diese unglaublich geringe Chance könnt ihr allerdings etwas erhöhen, indem ihr einige andere Katzen... Stimmt, es gibt inzwischen 4 Oktopusbewohner. Das ist ein Fehler, es gibt 4 Oktopusbewohner. Habe ich aber auch vollkommen vergessen. Durch das 2.0-Update kam ja noch Tentagon, oder wie der heißt, dazu. So veraltet. Den Pool an übrigen Katzen von ursprünglich 23... Was ist eigentlich hier... ...zu reduzieren. Warum ist das hier eigentlich... Okay, danke. Alternativ könnt ihr auch eine gesamte Spezies, beispielsweise die Oktopusbewohner, vervollständigen, um nur noch 34 statt 35 übrigen Spezies offen zu haben. Long story short, der Prozess des Villager-Huntings ist unglaublich eintönig und raubt euch endlos viel Lebenszeit. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung nochmal ein detailliertes Video zu dem Punkt, aus dem ich auch die ganzen Zahlen entnommen habe. Daher Credits an den Dude. Press Start. In der nordamerikanischen Version von Animal Crossing wird beim Startbildschirm für den Press Start-Text eine andere Schriftart verwendet als in der europäischen Version. Außerdem wird das P in der amerikanischen Version groß und in der europäischen klein geschrieben. Dieser Fakt ist so unglaublich unnötig, aber ich weiß ganz genau, dass ein paar von euch sich das jetzt für den Rest ihres Lebens merken werden. Ja, lol. Der wahre Bürgermeister. In New Leaf wird der Spieler schon bei seiner Ankunft zum Bürgermeister ernannt, ob er will oder nicht. Dabei sind wir gar nicht der richtige Bürgermeister, sondern schlüpfen nur in die Rolle des eigentlich ernannten Bürgermeisters, der aufgrund einer Aneinanderreihung von Zwischenfällen sein Amt nicht antreten kann. So heißt es jedenfalls in einem Brief, den er uns, dem neuen Imposter-Bürgermeister, kurz nach Amtsantritt zusendet. Der Brief hat keinen Absender und es gibt keine klaren Anzeichen darauf, Olli, wer ursprünglich Bürgermeister werden sollte. Der vorherige Bürgermeister aus allen Teilen vor New Leaf war Turtle und nun geht er in Rente, aber auch von ihm erfahren wir nicht, wer sein Amt übernehmen sollte. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass Olli der eigentliche Bürgermeister werden sollte. Er ist der erste und einzige Bewohner, dem wir begegnen, bevor wir am Bahnhof von Melinda und den anderen empfangen und zum Bürgermeister ernannt werden. Olli hat schon seit dem GameCube-Ableger die Rolle als Einleiter ins Spiel bekommen und interviewt den Spieler im Zug oder im Bus. Scheinbar gefällt ihm das Reisen sehr. Selbst in New Horizons kann man seinen Koffer als Item erhalten, welcher mit Stickern vom Zug und vom Bus verziert ist. Der Brief impliziert, dass wir den Absender kennen müssen und sobald wir in der Stadt ankommen, gehen alle davon aus, ihr seid der Bürgermeister. Vielleicht wollte Olli nur weiterreisen und hat im Zug die Gelegenheit ergriffen, seiner Pflicht zu entkommen. Und ein letzter, klarer Hinweis, der japanische Name von Olli heißt übersetzt in etwa unbekannte Katze und der Brief stand von einem unbekannten Absender, die Brunnengötter. Das ist Mamo. Mamo ist wirklich seltsam. Er lebt im Wunschbrunnen aus Sobutsu no Mori E+ und Animal Crossing, also den Teilen aus den frühen 2000er Jahren und es gibt kaum Infos über ihn. Sobald der Spieler 16 aufeinanderfolgende Tage eine perfekte Stadt vorzuweisen hat, taucht er aus dem Wunschbrunnen auf, überreicht eine Goldaxt und verschwindet wieder. Er ist keiner Tierart zugehörig, sieht eher wie ein Zwerg oder Gnom aus und wird als Brunnengott angesehen. Er hat nicht mal ein offizielles Geburtsdatum, aber laut seiner E-Card ist er Sternzeichen Jungfrau. Außerdem möchte ich noch seine einzigartige Stimme hervorheben. Neben ihm hat nämlich fast kein Charakter eine einzigartige Stimme. Nach dem GameCube-Teil kam er auch nie wieder vor, aber dafür gibt es einen anderen, sehr interessanten Charakter. In Let's Go to the City gab es ebenfalls einen Brunnen und wenn man seine Axt in ihn schmeißt, ihr seht das wiederkehrende Element, die Axt, taucht die Handtaschenratte Devour auf. Nachdem man ihr ein paar Fragen richtig beantwortet, gibt sie dem Spieler ebenfalls eine Gold. Handtaschenratte. Optisch ähneln sich Mamo und Devour kein Stück, aber sie erfüllen dieselbe Rolle und es besteht offensichtlich irgendeine Verbindung zwischen den beiden. Sie hat übrigens auch kein offizielles Geburtsdatum. Aika Village. Seit New Leaf gibt es die Möglichkeit, sich in fremde Städte über eine Schlummeradresse reinzutragen. Aika Village Beste. Diese Städte gehören anderen Spielern, ihr könnt dort zwar mit vielen Gegenständen interagieren, aber sobald ihr aufwacht, ist alles wieder wie vorher. Die wohl interessanteste Stadt ist Aika Village, über welche es zahlreiche Artikel und Videos im Internet zu finden gibt. Zusammengefasst geht es in der Geschichte darum, dass die Bewohnerin, Aika, mit ihren Eltern zusammenlebt und zu Beginn ein glückliches Leben führt. Doch durch einige Ereignisse, die verschieden interpretiert werden können, verliert sie die Bindung zu ihren Eltern. Sie wird von ihnen entweder extrem kontrolliert oder die Eltern sterben sogar. Es gibt viele mysteriös eingerichtete Räume, die alle zur Story beitragen, darunter auch dieses Zimmer, welches wohl den Garten Eden mit Adam und Eva sowie der Schlange und dem verbotenen Apfel zeigt. Oder der Raum mit... Das ist die kreativste und beste Horrorinsel. Die ist so krass gewesen damals. Puppen und Spielzeugen, und die alle zur Wand gedreht sind. Dreht man dann noch die Kamera, kann man diese gruseligen Augen an der Wand hinter einem sehen. Später sehen wir den ersten Raum nochmal in einer schlechteren Verfassung. Denn wo zuvor eine glückliche Familie stand und scheinbar Aikas Geburtstag gefeiert wurde, ist jetzt aller möglicher Kram auf dem Boden verteilt und an der Wäscheleine hängen die Klamotten, die Aikas Mutter zuvor getragen hat. Wo sie jetzt ist, wissen wir nicht. Auch die Bilder, auf denen zuvor die Familie abgebildet wurde, wurden verändert, indem Aika sich vermutlich selbst rausgekritzelt hat. Neben der Puppe von vorhin liegt jetzt außerdem eine Axt.
Die Geschichte endet dann am Strand, wo Aikas rote Schuhe stehen. In Japan ist es üblich, beim Betreten eines Hauses seine Schuhe auszuziehen, um keinen Dreck mit nach innen zu tragen. Und so zieht man auch symbolisch seine Schuhe vor einem Suizid aus, um sauber das Nachleben zu betreten. Ja. Daher können Aikas Schuhe am Strand als Zeichen ihres Selbstmordes gedeutet werden. In einem vorherigen Raum wurde dieses Ende sogar schon vorhergesagt, denn hier sitzt Aika vor einem Haifischbecken. Schwimmt man nach den Schuhen ins Meer, findet man dann noch ein von Rosen umringtes Grab, aus welchem ihr als Besucher der Stadt ein gruseliges Skelett und daneben eine Puppe ausgraben könnt. Während die Details und einzelnen Zimmer der Stadt doch sehr viele Fragen aufwerfen und Raum für Spekulation bieten, sollte der grobe Verlauf doch sehr offensichtlich sein. Da Vinci Code. Es gibt noch ein weiteres, sehr kleines Easter Egg bei einem der zahlreichen Gemälde. Und zwar verbirgt sich hinter der Fälschung des vitruvianischen Menschen ein roter Schlüssel. Das ist eine Anspielung an den Da Vinci Code. Da ich den Film nicht gesehen habe und absolut nicht weiß, worum es hier genau geht, lasse ich das einfach mal so stehen. Bitte stellt keine Nachfragen. Animal Forest Beta. Auf der Nintendo Space World, einer jährlichen Messe von 1989 bis 2001, wurde im Jahr 2000 Dobutsu no Mori, also der allererste Teil für den N64, welcher nur in Japan erschien, vorgestellt und es gab eine spielbare Demo. Leider existiert hiervon und von der Messe insgesamt kaum Videomaterial. Das Video, was ihr gerade im Hintergrund seht, hat fucking 175 Aufrufe auf YouTube. Ich habe also wirklich tief gebuddelt. Wahrscheinlich handelt es sich bei der verfügbaren Demo aber um eine andere Version als das fertige Spiel. Immerhin lagen zwischen der Nintendo Space World und dem Release von Animal Forest knapp 8 Monate. Daher lautet die offensichtliche Frage, was wurde noch geändert? Enthielt die Demo Elemente, die im fertigen Spiel entfernt wurden? Da die Demo nach der Messe natürlich nie wieder zugänglich war, sah es sehr lange Zeit so aus, als würden all diese Fragen für immer unbeantwortet bleiben. Doch 2020, knapp 2 Jahrzehnte später, gab es den Giga Leak bei Nintendo. Vielleicht habt ihr davon mitgekriegt, dass damals 3 GB an Tech-Demos, Quelltexten und weiteren Nintendo-internen Dateien an die Öffentlichkeit gelangt sind. Darunter auch die Assets aus dem N64-Ableger von Animal Crossing. Darin fand man beispielsweise einen neuen Startbildschirm, Boohoo, Eugen und gleich das ganze Museum, welche erst in nachfolgenden Teilen vorkam. Außerdem sollte es wohl eine Sichel geben, die es bis heute nicht in die Serie geschafft hat. Für eine Liste aller Beta-Items verlinke ich euch in der Beschreibung eine Webseite. 3.33 Uhr. Wenn man um 3.33 Uhr nachts an einem Samstag seinen Fernseher im Spiel anschaltet, erscheint eine kurze Botschaft von Aliens. Auch das ist natürlich wieder sehr kinderfreundlich und kein Stück beunruhigend. Es gibt eine ganze Menge esoterischer Deutung um die Engelszahl 333 und was es zu bedeuten hat, regelmäßig um 3.33 Uhr nachts aufzuwachen. Es soll sich bei 3 Uhr bis 4 Uhr um die Teufelsstunde handeln, während 333 an sich jedoch eine positive Zahl sein soll, die mit Glück und Wachstum assoziiert wird. Andererseits ist es die Hälfte von 666, die Zahl des Antichristen. So oder so, dieses Easter Egg ist für ein Kinderspiel überraschend gruselig. Es gefällt mir. Es ist, wie schon erwähnt, auch nicht die einzige Anspielung an Außerirdische bzw. UFOs in der Reihe. Denn neben zahlreichen Items rund um das Thema gibt es im vorhin erwähnten Anime aus 2006 eine Szene zu sehen, in der UFOs auftauchen, nachdem Gulliver mit seinem UFO wieder einmal abgestürzt ist. Animal Crossing 2. Der Nachfolger von Animal Crossing sollte ursprünglich, wie die erste Generation, auch auf dem GameCube erscheinen. Doch dazu kam es nie. Auf der E3 2004 sah man Beta-Footage zu dem, was später Wild World werden sollte, doch optisch erinnert das vielmehr an den GameCube-Ableger. Mm. In einem Screenshot sieht man auch den Sterni-Schrein aus Dobutsu no Mori, welcher für die nicht-japanische Version durch den Wunschbrunnen ersetzt wurde. Allerdings kam auch im fertigen Wild World kein Sterni-Schrein vor. Pionier-Disc. Das, was jetzt kommt, ist mit Sicherheit einer meiner Lieblingspunkte des gesamten Videos. Denn am 7. August 2002... Ich dachte, es kommt jetzt... Also, dass Animal Crossing Forest schon 2 Teile auf der N64 und auf dem GameCube gab, aber die auch nie in Europa released worden sind. Aber einige Sachen wusste ich echt noch nicht bisher. Wurde ich geboren. Welch glorreicher Moment für die Menschheit. Aber gut, jetzt geht es ausnahmsweise mal nicht um mich. An diesem Tag kündigt... Er ist genauso alt wie mein Bruder. ...der Nintendo nämlich einen Wettbewerb an, in dem 125 Teams aus je 2 Personen eine Vorabversion des Animal Crossing Spiels für den GameCube inklusive eines Fancy-Kalenders gewinnen konnten. Die Bedingung? Erkläre nicht mehr als 50 Worten, wieso du es verdient hast, das Spiel zu gewinnen. Diese 125 Pionier-Discs sind sogar gekennzeichnet und unterscheiden sich optisch von der regulären Version, was schon ausreicht, um ihren extrem hohen Sammlerwert zu rechtfertigen. Da sie sich optisch minimal unterscheiden und einen Monat vor Release im Umlauf waren, hat man sich, berechtigterweise, gefragt, ob diese CDs noch weitere Unterschiede von der regulären Version aufweisen. Ihr kennt vielleicht diese ganzen Creepypastas und Mario 64 Demos und Beta-Versionen, wozu es auch eine ganze Menge gefaktes Footage gibt. Diese Videos sollen vergessene Kindheitserinnerungen wecken und einen Mix aus Nostalgie und Traumerinnerungen hervorrufen. Nur sind diese Videos eben nicht echt. Der Gamecode von Super Mario 64 wurde schon lange komplett durchforstet, um zu garantieren, dass keine dieser Creepypastas, Mythen oder angeblichen Sichtungen real sind. Aber bei den Pionier-CDs hat man sich natürlich gefragt, ob es Unterschiede zur regulären Version geben könnte. Immerhin erschienen diese, auf 250 limitierten CDs, vor dem Release und unterscheiden sich optisch von der normalen Fassung. Allerdings wurde das mittlerweile auch geprüft und widerlegt. Die Dateien sind, leider, bis auf das letzte Byte, komplett identisch. So oder so, diese Pionier-CDs sind von unglaublich hohem Sammlerwert und bis heute... Scheiße. Also ich bin froh, dass ich das nicht wusste, weil ich finde es unnötig. $1.699 für eine scheiß Animal Crossing CD, die man sich auch so kaufen kann, nur weil da for promotional use draufsteht. Manchmal verstehe ich es mit dem Sammeln auch irgendwie nicht. Großes Stück Geschichte in der Fangemeinde. Aber das ist noch nicht alles. Die Pioniere hatten außerdem Zugriff auf ein Online-Forum, in dem sie sich austauschen und Feedback zum Spiel direkt
direkt an Nintendo zurückgeben konnten. So ein Wettbewerb ist extrem ungewöhnlich und heutzutage unvorstellbar. Unvorstellbar. Zufälligen Spielern eine streng limitierte Kopie des Spiels anzuvertrauen und nach ihrer Meinung zu fragen, kriegen heutzutage nur noch etablierte Review-Magazine Early Access, um das Spiel zu erforschen und Kritiken zu verfassen. Jedenfalls fand man Jahre später einige Einträge aus dem Forum und kann sogar mit der Wayback Machine, einer Webseite für Internetarchive, die komplette Liste der Gewinner einsehen. Gesucht. Im GameCube-Teil gibt es eine Polizeistation, in der zwei Wanted-Poster hängen. Man kann dabei allerdings nicht erkennen, um wen es sich handelt. Das linke könnte eine Eule sein und das rechte eine Maus, aber es gibt bis heute keine Bewohner, die den Zeichnungen wirklich nahe kommen. Aber es gibt einen anderen Nintendo-Charakter, der der linken Zeichnung ziemlich nahe kommt. Er ist zwar relativ unbekannt, aber wurde ihm durch das kürzlich erschienene Super Mario RPG Remake wieder neue Bühne gegeben. Borsto. Keine Ahnung, wer für das Design verantwortlich war, aber Bro, du hast echt reingeschissen. Immerhin können wir dank seines, außergewöhnlichen Designs starke Ähnlichkeiten zu der Zeichnung auf der Polizeistation erkennen. KK-Songs. Nachdem ich euch vorher schon die insgesamt 6 versteckten Songs von KK vorgestellt habe, gibt es jetzt noch einige offizielle Songs, die ich besonders hervorheben möchte. Und damit meine ich nicht den Nummer 1 Meme-Song KK Bubblegum, der 2020 unter circa jedes zweite TikTok gelegt wurde. Ich beziehe mich hierbei viel eher auf die düsteren, mysteriösen und angsteinflößenden Tracks. Immerhin ist es hier ein Eisberg und keine Wohlfühloase. Wenn ich vorstellen darf, Schlummerlied in der Radioversion. Also das... Okay, was zum Fick. Das ist doch der Song, der in Ica Village läuft und meiner Meinung nach den Vibe sehr, sehr gut trifft. Laut Titel soll es wohl ein Schlaflied sein, aber zumindest klingt es in der Radioversion null danach. Die Live-Version hingegen ist schon wieder etwas ganz anderes. Ich möchte euch aber noch 2 weitere Songs vorstellen. Mit dem Bild war es aber auch noch mal 1000-mal creepier als der Song so. Hier hört ihr KK Choral, ebenfalls in der Radioversion. Die Bilder im Hintergrund machen es aber auch gruselig, aber auf irgendeine andere Art ziemlich bedrückend. Ich finde auch, dass es exakt so auf einer Beerdigung gespielt werden könnte und scheinbar geht es vielen anderen Spielern ebenfalls so. Ich hatte den Song eine Zeit lang in meinem Animal Crossing New Leaf Haus, weil ich den Song schön fand. Aber scheinbar erinnert es viele Leute an eine Beerdigung. Nur interessant und sehr unerwartet, dass ein so ruhiger, fast schon trauriger Song in diesem bunten Kinderspiel auftaucht. Aber dass Animal Crossing eben nicht nur diese eine Seite hat. Ja, für mich hat es irgendwie an eine Kirche erinnert oder eine Hochzeit. Ja, ich finde auch, es klingt mehr nach einer Hochzeit. Deswegen habe ich es halt benutzt. Solltet ihr mittlerweile bemerkt haben. Jetzt möchte ich euch aber noch den dritten und letzten Song zeigen. KK Trauerlied. Zunächst einmal in der Live-Version. Sieht aus wie bei Scream aus dem Spiel. Ich find's vibey. Ich weiß langsam auch nicht mehr, was ich noch sagen soll. KK muss wirklich eine miserable Nacht durchlebt haben, als er diesen Song geschrieben hat. Meine Güte. In der Radioversion ist der, natürlich, noch etwas gruseliger. Gönnt euch. Das ist Fifth of Fathom, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Gefühlt sieht es aus wie Fifth of Fathom. Das sind die perfekten Songs für eine Horror-Gruselinsel. Animal Crossing muss ja auch das bieten können. Das klingt wirklich 1:1 nach der Hintergrundmusik aus irgendeinem satanischen Ritual und könnte straight up von Marilyn Mansons ersten Mixtape kommen. Feier ich total. Trotzdem sehr fragwürdig, was dieser Shit in Animal Crossing verloren hat. Aber gut. Schnurrbart. In Wild World konnte man zu einem Schnäppchenpreis von 160 Sternis einen Schnäuzer als Accessoire kaufen. Ich find's irgendwie gar nicht fragwürdig, persönlich, weil Animal Crossing halt kein reines Kinderspiel ist, als ob Kinder traumatisiert davon sind, diese Lieder zu hören. Ich habe die auch als Kind gehört und habe da eigentlich nicht so viel reininterpretiert. Die Lieder gibt's ja teilweise schon seit Wild World. Einerseits gibt's dann, also weißt du, es gibt dann die Leute, die sich aufregen, dass die Bewohner nicht mehr so fies sind. Und dann gibt's dann Leute, die das fragwürdig finden, dass die Bewohner so fies sind. Keine Ahnung. Ich find's eigentlich, die Fiesheit der Bewohner damals war immer noch voll in, hat sich auch noch voll in Grenzen gehalten. Aber natürlich macht Nintendo das jetzt nicht mehr, dass sie halt so fies sind, wasch dir mal deine Haare, so. Ich find's halt schade, dass es dann durch diese Korrektheit, das dem Spiel ein bisschen genommen hat, weil also ich habe mich jetzt nie ernsthaft beleidigt gefühlt von irgendwelchen Bewohnern oder so. Und auch von Resetti habe ich mich, natürlich war er nervig oder so, aber ich bin jetzt nicht heulend zu meinen Eltern gerannt, weil Resetti mich genervt hat. Kaufen. Allerdings ist das nur der europäischen Version. Im Rest der Welt sieht er nämlich so aus. Und wieso für die europäische Auflage... Lol, okay, das wusste ich auch nicht. Oh, okay. Oh je, wirklich oh je. Das Spiel abgeändert wurde, sollte offensichtlich sein.
erinnert nämlich viel zu sehr an Charlie Chaplin, den Komiker und Schauspieler des frühen 20. Jahrhunderts. Ja. Was habt ihr denn gedacht? Gyroid-Gesicht. Im ersten Teil der Reihe haben sich die Entwickler einen ziemlich fiesen Scherz überlegt. Auf dem GameCube gab es die Möglichkeit, zwei Speicherkarten gleichzeitig in die Konsole zu stecken, um einen Offline-Multiplayer-Modus zu ermöglichen. Wenn man mittendrin die Konsole ausgeschaltet hat, wurde man beim erneuten Anschalten allerdings nicht wie sonst von Resetti angekackt, sondern anders bestraft. Und zwar viel, viel bösartiger. Das Spiel hat übrigens keine Altersfreigabe und ist meiner Meinung nach dafür schon etwas verstörend. Wie schon gemeint, die Gyroids basieren auf Grabfiguren der echten Welt und dem Spieler das Gesicht einer leblosen Grabfigur zu verleihen, ist wirklich nicht cool. Man dachte lange Zeit auch, es könnte sich um einen Bug handeln, aber mittlerweile ist man sicher, dass Nintendo das beabsichtigt hat, um den Spieler langfristig zu traumatisieren. Okay, jetzt wird's richtig abgefuckt und ich verstehe euch absolut, wenn ihr mir kein Wort glaubt. Aber lasst... Oh mein Gott, irgendwas klingelt da auch gerade, aber... Lasst mich euch jetzt die Geschichte erzählen, wie man herausfand, dass einer der gefährlichsten Menschen dieses Jahrtausends heimlich Animal Crossing gespielt hat. Er galt von 1999 bis zu seinem Tod im Jahr 2011 als der meistgesuchte Verbrecher der Welt. Sein PC wurde danach von der CIA beschlagnahmt und die darin enthaltenen Festplatten ausgiebig durchforstet. Unter den knapp 470.000 Dateien fand man, wie zu erwarten, Auszüge öffentlicher Reden, Propagandavideos und private Aufnahmen. Womit aber wohl niemand gerechnet hat, ist, dass Bin Laden ein echter Gamer- und Anime-Fan war. Ich kann das alles nicht mehr. Zwischen all den zahllosen Dokumenten und Videodateien fand man unter anderem Bin Ladens Counter-Strike-Account. Stellt euch vor, ihr seid der meistgesuchte Verbrecher der Welt und für den Mord an tausenden Menschen verantwortlich. Was macht man dann, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt? Klar, weiter Menschen erschießen. Außerdem fand man auf der Festplatte diverse Animes und Animationsfilme wie Naruto, Cars oder Ice Age 3, sowie weitere Videospiele wie Final Fantasy 7, Half-Life oder eben diverse emulierte Nintendo-Games. Hätte Nintendo davon früher gewusst, hätten sie den Mann wahrscheinlich schneller ausfindig gemacht als die CIA, aber von nebenbei. Aber die Vorstellung, wie dieser Mann sich vor allen Behörden des Planeten in einem völlig abgelegenen Haus verschanzt, um dann fucking Animal Crossing Wild World zu spielen, toppt einfach alles. Und hat er eine Tochter oder so gehabt oder jemand anderen? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass der Animal Crossing gespielt hat. Und um zu belegen, dass diese Geschichte nicht erfunden ist, packe ich euch einen Artikel über die Durchsuchung der Festplatte sowie einen Link zu... Jetzt, wo er es erzählt, kommen mir die News und die Schlagzeile auch wieder in den Kopf. Aber ich habe es irgendwie auch verdrängt. ...offiziellen CIA-Seite, auf der ihr die Dateien selbst einsehen könnt, in die Videobeschreibung. Es gibt zahllose Reddit-Einträge, in denen die größten Geeks daran bemüht sind, die Save-Files mit Hilfe aller möglichen Programme wiederherzustellen, aber bisher leider ohne Erfolg. Heißt, wir können uns die Animal Crossing-Stadt des ehemals meistgesuchten Verbrechers nicht anschauen und sie ist wahrscheinlich für immer verschwunden. Ich bin mir aber sicher, sie muss echt Bombe gewesen sein. Die vergessenen Bewohner. Stellen wir uns mal die Frage, wer der unbekannteste Bewohner der ganzen Reihe ist. Die meisten Bewohner aus den vergangenen Teilen wurden in die Nachfolge integriert. Es gibt aber auch einige Ausnahmen wie Poco, der nur in Dobutsunomori E Plus vorkam, oder die Maus Susi, welche ebenfalls nur in der ersten Generation vertreten war. Seit Wild World gibt es aber eine neue Susi, welche... Ich wollte gerade sagen, es gibt nämlich eine neue Susi, die hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich, am 28.12. Seltsamerweise auch eine Maus ist. Aber die unbekannteste Bewohnerin jemals ist wahrscheinlich Carrot, die Kuh aus Dobutsunomori E Plus. Der Grund, wieso ihr sie wahrscheinlich nicht kennt, ist, dass sie nur durch Einscannen ihrer E-Card auf eure Insel geholt werden konnte. Sie ist sogar so unbekannt, dass sie nicht mal einen deutschen Namen hat. Es existiert tatsächlich nur der japanische Originalname und die englische Übersetzung. Neben Carrot gibt es dann aber noch zwei Charaktere, die nur im Code des Spiels existieren und nie ins Leben gerufen wurden. Das wäre zum einen die unbenannte Katze mit dem Codenamen Cat13 aus dem Dobutsunomori Code und Shaki, das Eichhörnchen, welches sogar einen Namen bekommen hat. Das sieht ein bisschen aus wie Ricarda. Das ist doch einfach Ricarda. Also die sehen sich wirklich sehr ähnlich. Also das ist Ricarda, hundertprozentig. Ja, die hat einfach einen neuen Namen nur bekommen. Ja, aus dem Dobutsunomori-Code. Vielleicht haben sie, das war das ein Prototyp für Ricarda und dann haben sie den Code einfach, also haben es noch drin gelassen, aber es war eigentlich Ricarda und haben sie dann umbenannt und unter einem anderen Namen ins Spiel reingemacht. Die vier verschollenen Nintendo DS. Kommen wir abschließend noch einmal auf Sammlerstücke des Franchises zu sprechen. Raritäten, die auf consolevariations.com, einer Internetseite zum Einordnen der Seltenheit limitierter Konsolen, den Seltenheitsscore 100 von 100 haben. Es geht um das Mysterium der drei oder eventuell sogar vier einzigartigen Nintendo DS-Konsolen im Jahreszeitendesign zu Animal Crossing Wild World. Das Interessante daran ist, dass die alleinige Existenz und Echtheit der Konsolen umstritten ist. Aber erst einmal zur Vorgeschichte. Seit Jahren kursieren diese drei Bilder im Internet umher und es gab eine lange Suche nach dem Ursprung der Konsolen. 2006 soll in Schweden ein Wettbewerb stattgefunden haben, in dem die Teilnehmer einen Animal Crossing Charakter gestalten sollten. Die Gewinner würden mit den einmaligen DS-Konsolen, einer Kopie des Spiels und einem T-Shirt belohnt werden. Diese Information stammt von einer einzigen Website und es gibt keine Nachweise hierfür. Im Gegenteil, in anderen Foren wird sogar behauptet, das Design sei selbst entworfen und nicht offiziell von Nintendo. Doch dank unserem Freund und Helfer, der Wayback Machine und erstklassiger Recherchearbeit, nicht von mir, Credits in der Videobeschreibung, konnte man nach Jahren die offizielle Seite, auf der das Gewinnspiel stattfand, ausfindig machen. Und zusätzlich wurde dadurch bestätigt, dass zumindest eine der Konsolen in Zusammenarbeit mit Bergsala, dem schwedischen Vertreter von Nintendo, entstanden und nicht fanmade ist. Es ist also wahrscheinlich, dass alle drei Konsolen existieren und echt sind. Aber die Frage ist, wo sie sich heute befinden. Auf derselben Seite sind tatsächlich noch die drei Gewinner des Wettbewerbs mit vollem Namen aufgelistet, inklusive ihrer Einreichung, mit der sie gewonnen haben. Man fand dadurch heraus, dass der Gewinner des DS im Frühlingsdesign seine Konsole nach wie vor besitzt, obwohl der Wettbewerb 2006 stattfand. Zum ersten Mal traten somit neue Bilder der Konsole ans Tageslicht und das Geheimnis wurde zumindest etwas gelüftet.
Aber was ist mit den anderen Konsolen? Zum einen wurden die Konsolen im Herbst- und Winterdesign nicht ebenfalls im besagten Gewinnspiel verlost. Stattdessen ging der Winter-DS an eine Person namens Line Marki Jensen, welche bis heute nicht ausfindig gemacht werden konnte, und der Herbst-DS wurde dem Inhaber eines Elektronikladens überreicht, der einige Nintendo-Artikel verkaufte. Dieser Laden existiert schon seit Jahren nicht mehr, aber ein ehemaliger Mitarbeiter brachte die Story an die Öffentlichkeit und konnte sie mit Hilfe neuer Bilder der Konsole bestätigen, so absurd es auch klingt. Bedeutet, wir haben schon 2 von 3 Konsolen ausfindig gemacht, aber eine Frage bleibt. Wenn die Konsolen im Jahreszeitendesign gehalten sind, wieso gibt es dann eine Frühlings-, eine Herbst- und eine Winteredition, aber keinen DS im Sommerdesign? Das ist die Frage, die auch Monate nach der Suche der ersten 3 Konsolen unbeantwortet blieb. Bis sich ein Bergsala-Mitarbeiter zu Wort gemeldet hat. Ihr erinnert euch, Bergsala war der schwedische Vertreter von Nintendo. Er teilte nach großer Nachfrage per Mail mit, dass er nicht weiß, wer den DS heute besitzt oder wo er sich befindet. Alle 4 Konsolen sollen aber Preise eines Gewinnspiels gewesen sein und er teilte einige neue Bilder mit der Öffentlichkeit. Die Ähnlichkeit zu den anderen 3 Konsolen ist mehr als deutlich, aber fällt euch der Fehler auf? Der Besitzer der Herbstkonsole behauptete, ihn nicht durch ein Gewinnspiel erhalten, sondern von Nintendo bzw. Bergsala für den Elektronikhandel, in dem er arbeitete, zugestellt bekommen zu haben. Hat er also gelogen? Nein, denn die Geschichte endet immer noch nicht. Wenn wir uns noch einmal den Winter-DS genau anschauen und ihn mit einem Bild aus einer anderen Quelle vergleichen, fallen minimal Unterschiede auf, beispielsweise in den Augen des weiblichen Charakters. Es handelt sich also entweder um ein selbstgemachtes Plagiat oder es gibt doch mehr als 4 dieser Konsolen. Da seitdem aber keine weiteren Informationen zu diesem Thema ans Tageslicht gerückt sind, müssen wir dieses Rätsel wohl zumindest teilweise unbeantwortet stehen lassen. An der Stelle nochmal namentliche Credits an L Supersonic Q, dem wir alle diese Recherche zu verdanken haben. Er hat 3 ausführliche Videos zu diesem Punkt gemacht und ich habe mich bemüht, den Inhalt grob wiederzugeben, aber schaut euch hier noch gerne seine Videos dazu an. Links sind wie immer mit Timecode in der Videobeschreibung. Was ein Fact, ey. Rainers Version. Und damit haben wir es geschafft und sind ganz unten am Animal Crossing Eisberg angelangt. Das hier war definitiv eines meiner aufwendigsten Videos jemals. GameCube-Sound einfach so geil. Kommentiert gerne euer Feedback, euren Lieblingspunkt oder was auch immer ihr mir mitteilen möchtet. Und nochmal der Aufruf, abonniert gerne kostenlos den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich blende euch hier noch meine 2 anderen bisher erschienenen Eisberg-Videos ein. Vielleicht kennt ihr sie ja noch nicht oder wollt sie nochmal anschauen. Wir sehen uns beim neuen Video. Danke fürs Anschauen. Ja, das war ein Eisberg-Video. Ich habe immer nicht verstanden, was das ist, aber jetzt habe ich es verstanden. Es gibt 4 Oktopusse. Es waren einige neue Sachen drin, die ich nicht kannte. Auch Sachen, wo ich mir noch nie, also wo man sich denkt, was geht da ab? Also bei den Leuten halt. Die dunklen Sachen kannte ich eigentlich fast alle.